Ich darf mich nur kurz im Namen der GRAS auch bedanken für diese Kooperation mit der Grünen Akademie. Zu diesem Interview von Chantal Mouffe habe ich auch eine kurze Geschichte. Und zwar im Zuge der Landtagswahl in der Steiermark hat dieser Besuch von Chantal Mouffe auch schon Wirkung gezeigt. Zum Beispiel wurde der ehemalige Landeshauptmann Franz Wobes mit der Frage konfrontiert, warum man noch die Sozialdemokratie eigentlich wählen sollte, nachdem sie selbst eben auch alle neoliberalen Dogmen ja übernommen hat. Mit diesem kurzen Schwanken möchte ich schon übergeben an die Moderatorin des heutigen Abends, an Evelyn Schalk. Sie ist Journalistin, gibt auch unter anderem die Grazer Zeitung den Ausreißer heraus. Brigitte Mannkopf ist, wie schon gesagt, Professorin für europäische Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Dort wiederum Mitglied des Institute for International Politics and Economy Berlin. Ihre langjährige Forschungstätigkeit hat sie unter anderem ans WZB, also ans Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und an die Sozialforschungsstelle Dortmund geführt, sowie als Lehrende ans Institut für Soziologie an der FU, an der Freien Universität Berlin. Weiters ist sie... Ich spare mir das mit drauf. Geht mir so besser zu hören. Doch? Ja, doch. Ein bisschen? Ja, egal. Weiters ist sie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von ATTAC Deutschland sowie Kuratoriumsmitglied des Instituts Solidarische Moderne. Ihre Forschungsschwerpunkte sind umfassend und ich werde sie jetzt auch nicht alle im Einzelnen darlegen, aber es, unter anderem zählt dazu ökonomische, soziale und politische Dimensionen der Globalisierung, politische Ökonomie der europäischen Integration, Arbeitssoziologie und industrielle Beziehungen, sozial-ökologische Krise des Kapitalismus und die Rolle von Rohstoff- und Energiepolitik sowie New Green Deal, Greenwashing und ähnliches mehr. Das klingt alles sehr, sehr allgemein gehalten. Vielleicht wird es ein bisschen greifbarer, wenn man sich ein, zwei Titel aus ihrer langen, langen Publikationsliste rausnimmt. Da publiziert sie unter anderem unter Titeln wie Wachstumskritik als Kapitalismuskritik oder auch The Euro Crisis, German Politics of Blame and Austerity, a Neoliberal Nightmare. Ganz nach eigener Aussage beschäftigt sie sich gern mit Themen, um die sich eigentlich Ökonomen kümmern sollten, die sich dafür aber nicht zuständig sehen und meinen, die Falschen dafür zu sein. Ich denke, Birgit Mannkopf ist in jedem Fall genau Richtige dafür und freue mich auf den heutigen Vortrag. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich war schon lange nicht mehr in dieser schönen Stadt Graz und habe gesehen, sie hat sich wirklich noch schöner gemacht, als ich sie irgendwie aus den schon länger Zeit her in Erinnerung hatte. Danke auch für die einleitenden Worte. Ich will eine Korrektur anbringen. Ich bin nicht mehr im Kuratorium des Instituts Solidarische Moderne, aber ich bin seit einiger Zeit im Beirat der Grünen Akademie. Deswegen macht es vielleicht Sinn, das an dieser Stelle zu korrigieren. Ich werde versuchen, das Stichwort aufzugreifen. Es gäbe keine Alternativen mehr. Ich möchte deutlich machen, dass die Alternativlosigkeit gemacht wird, dass das sich dabei nicht um ein Faktum handelt, sondern dass jemand dafür verantwortlich ist, etwas zum gleichsam Alternativlosen zu machen. Gleichwohl, also das hat ja schon die Moderatorin angesprochen, obwohl ich Gesellschaftswissenschaftlerin bin, werde ich jetzt doch erstmal eine ganze Weile von Ökonomie reden. Das heißt, der Analyseteil muss dem Teil, was ist überhaupt politisch machbar, vorangestellt werden. Und deswegen hoffe ich, Sie nicht allzu stark zu langweilen, wenn ich doch zunächst einmal über ein paar ökonomische Fragen zu reden habe. So, da fehlt mir schon mal. Okay. Lassen Sie mich mit dieser etwas unübersichtlichen Grafik beginnen. Keine Angst, ich werde das nicht alles ansprechen. Aber ich denke, wir sollten uns vor Augen führen, wenn wir über Europa reden, reden wir um 3% dieses Globus, nicht gerade bedeutsam, territorial gesehen, ne? Aber auch Europa befindet sich im Spannungsfeld einer globalen Krise und das ist die Krise des Kapitalismus. Ich weiß, das ist hier nicht mein Thema, aber ich möchte trotzdem damit beginnen. Der Kapitalismus hat zwei Elemente. Das eine ist immer das, was wir unter sozioökonomischem System begreifen, aber der Kapitalismus, das ist heute nicht mein Thema, ist gleichzeitig ein sozial-ökologisches Weltsystem
geworden. Über dieses werde ich heute nicht reden. Das heißt, was da unten so grün ist, das werde ich heute ausklammern, weil sonst komme ich nicht zu dem, was meine Aufgabe hier ist. Worüber ich sprechen werde, insbesondere ist die globale ökonomische Krise, von der man sagen kann, sie besteht im Wesentlichen darin, dass wir Wachstumsraten wie in den vergangenen Jahrhunderten, zweieinhalb Jahrhunderten, nicht besonders viel mehr, nie wieder erreichen werden. Das ist eine Aussage, die lässt sich begründen. Das Problem ist, oder woran liegt das? Nun, es ist inzwischen so viel Kapital akkumuliert worden, dass sich rentierliche Anlagen für dieses viele Kapital nicht mehr finden lassen, um es mal simpel auszudrücken. Zu viel Reichtum bedeutet zu wenig rentierliche Neuanlagen. Das ist eins, das ist auf der ökonomischen Seite das zentrale Problem des Kapitalismus. Um es mal simpel zu sagen, die globale Finanzkrise, über deren Folgen wir im Wesentlichen heute sprechen werden, die so ihren Ausbruch nahm in den USA 2007, 2008, bei uns etwas später, die resultierte im Wesentlichen daraus, dass das globale Problem des Kapitalismus gelöst wurde, dadurch, dass Geld verliehen wurde an nicht solvente Schuldner. Das ist quasi, um es mal ganz simpel auszudrücken, ich habe keine rentierlichen Anlagen mehr eigentlich, also gebe ich auch, leihe ich mein Geld aus an Schuldner, von denen ich eigentlich annehmen kann, dass sie nicht in der Lage sind, das zurückzuzahlen. Aber wenn ich rechtzeitig rausgehe aus bestimmten Titeln, dann kann ich trotzdem dabei gewinnen. Das war letztlich der Ausbruch der Hypothekenkrise in den USA, die dann in einem bestimmten Schneeballsystem auch in Europa angekommen ist, um es mal ganz simpel zu sagen. Insbesondere in Europa, aber nicht nur hier, aber vor allen Dingen in Europa, hat sich sehr, sehr schnell diese globale Finanzkrise, die halt auch eine Wirtschaftskrise war in den Jahren 2008, 2009, in eine Staatsschuldenkrise verwandelt. Warum? Weil quasi der Staat als Gläubiger der letzten Instanz, also einspringen musste oder eingesprungen ist. Um Banken zu retten, wurden private Bankrotteure mehr oder weniger gerettet, aus Furcht, das könnte das gesamte Finanzsystem in Mitleidenschaft ziehen. Und seither reden wir, insbesondere in Europa, über eine Staatsschuldenkrise. Ich werde später am Beispiel Griechenland schon nochmal darauf zurückkommen. Worüber ich vor allen Dingen sprechen möchte, ist der Zusammenhang dieser ökonomisch-finanziellen Staatsschuldenkrise mit dem, was da so gelb hervorgehoben ist. Nämlich, das ist von meinen Vorrednerinnen schon angesprochen worden, das geht einher mit einer politischen Krise, die wesentlich zu einer Krise der Demokratie sich zuspitzen wird. Und es geht vor allen Dingen mit einer Arbeitsmarkt- und einer sozialen Krise einher. Und über die werde ich insbesondere sprechen mit Blick auf die Europäische Union. Ich habe da in den Ecken da etwas angeführt. Das kann man gleichsam als Rahmenbedingung unserer Art und Weise mit Krisen umzugehen verstehen, nämlich dass wir nicht isoliert leben in diesem winzigen Fleckchen, hübschen Fleckchen, das sich Europa nennt, sondern dass wir umgeben sind von jede Menge Krieg, Gewalt, Flucht, Migrationsprozesse und das sind Konstellationen, die einwirken auf das, was wir innerhalb Europas machen können und machen wollen, aber auch von geopolitischen Machtverschiebungen, das steht da oben in dem Kästchen, über die werde ich hier nicht ausführlich reden, aber ich werde mir trotzdem die Freiheit nehmen, doch einmal ganz kurz auf eben diese, die Außenrolle auch nochmal einzugehen, bevor ich dann auf den Kern komme, nämlich die Arbeitsmarkt, die soziale Krise und die politische Krise, die in eine Krise der Demokratie in Europa sich fortentwickelt. Die Ausgangsthese lautet, im Jahre 2015 ist eigentlich deutlich geworden, dass wir von einer Vielzahl von Krisen und Problemen umgeben sind, in unserem Inneren wie in unserem Außenverhältnis. Und eines ist klar, so wie wir bislang mit eben solchen Problemen und Konflikten umgegangen sind, wird es zukünftig nicht weitergehen. Ich habe auch die Leitthese meines Vortrags hier rot angeführt. Die These, die da lautet, unser Umgang mit dem sogenannten Problemfall Griechenland wird sich letztlich als entscheidend dafür
herausstellen, ob wir nicht nur eine gemeinsame Währung, sondern letztlich, ob wir so etwas wie dieses europäische Projekt fortführen können. Und wenn wir es nicht fortführen können, ist alles, was danach kommt, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, sehr viel düsterer als das, was wir gegenwärtig haben. Das ist die Leitthese, die ich hoffentlich ein wenig deutlich machen kann. Europa ist mitnichten zu dem gemeinsamen Haus zusammengewachsen, von dem man viele Jahre, also diese Jahre, diese wunderbaren Jahre nach dem Ende der Systemspaltung, also 90er Jahre bis Anfang der 2000er, da ging man davon aus, Europa steht für ein normatives Modell, Förderung der Demokratie, Förderung von Menschenrechten, zivile Konfliktbearbeitung, nicht militärische, präventive Außenpolitik, also nicht provozierende oder eingreifende Außenpolitik, entwicklungsförderliche Handelspolitik, Good Governance und vor allen Dingen eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik. Im Jahre 2015, denke ich, sehen wir, dass es sich dabei um ein vom Einsturz bedrohtes Kartenhaus handeln könnte, mit einem Zentrum, dazu gehört sicherlich Österreich, da gehört vor allen Dingen Deutschland, ein kleines Zentrum, in dem es sich noch ganz gut leben lässt, dann drumherum Nachbarhäuser, in denen schon die Furcht Einzug gehalten hat und Furcht ist ein recht schlechter Ratgeber für gute Politik und einer immer größer werdenden sogenannten Peripherie. Allein der Begriff für die südeuropäischen Länder hat es früher nicht gegeben, dass wir neuerdings in Europa eine Peripherie identifizieren. Eine Peripherie, in der vor allen Dingen Alte und Kranke und Schwache, ökonomisch Schwache, bleiben müssen, während alles, was jung und qualifiziert ist, mehr oder weniger gezwungen ist, das Haus zu verlassen, um in der Ferne sein Glück zu versuchen, weil die Perspektiven innerhalb dieses Hauses nicht gerade angenehm sind. Ich habe angedroht, dass ich zumindest eine Bemerkung machen möchte, auch über das Außenverhältnis der Europäischen Union. Also dieses Modell Europa, das stand einmal nicht nur für diese schönen normativen Vorstellungen, die ich gerade in meiner letzten Folie aufgeführt habe, mit den Menschenrechten und der Demokratie und so weiter, sondern es stand auch für einen Politikstil, der sich abheben sollte von dem, der insbesondere mit der Politik, der Außenpolitik der USA assoziiert wird, nämlich realpolitische Machtpolitik, die eigentlich vor allen Dingen Eigeninteressen im Blick hat und dabei relativ viele sogenannte Kollateralschäden in anderen Ländern der Welt in Kauf nimmt. Was wir feststellen müssen, dass die Europäische Union in gewisser Weise in den letzten Jahren normal geworden ist, normal und zwar in dem problematischen Sinne, sich nämlich anzuschließen an das, was der letzte verbleibende Hegemon, die USA, als außenpolitische Prinzipien kennt. Also statt ziviler Krisenprävention, Demokratieförderung, Entwicklungszusammenarbeit haben wir inzwischen eine ziemlich normale Form der Diskussion über Terrorbekämpfung durch Militäreinsätze, Bewaffnung nichtstaatlicher Gewaltakteure und Waffenlieferung an Konfliktparteien, auch wenn das vielleicht kurzfristig im syrischen Bürgerkrieg einer Partei genutzt hat, aber die Waffen, die an die Peschmerga geliefert werden, deren Verbleib können wir nicht kontrollieren. Das gilt für jede Waffe, die in jedes Konfliktgebiet geschickt wird. Das war etwas, das war mit der Zivilmacht Europa nicht zu machen, aber das ist inzwischen normal. Auch der Einsatz von ökonomischen Sanktionen gegenüber Russland gehört zu dem Arsenal von Hard Power. Hard Power im Gegensatz zu Soft Power. Die Europäische Union stand immer für Soft Power. Das heißt also nicht mit Instrumenten, die andere in die Knie zwingen wollen, weil der Schritt, der nach ökonomischen Sanktionen kommen kann, ist nur noch militärische Gewaltandrohung, dann gibt es keine Steigerungsmöglichkeit mehr. Aber inzwischen halten wir ökonomische Sanktionen wieder für ein Instrument von Außenpolitik. Aber wir halten inzwischen auch Rüstungsexporte an Drittstaaten, die so menschenfreundlich sind wie die Saudi-Arabien, für ein probates Mittel. Und wir verfolgen inzwischen eine geopolitisch ausgerichtete Handelspolitik, was bedeutet, wir benutzen Freihandelsabkommen mit einzelnen Staaten, aber vor allen Dingen auch
im Rahmen der, der laufenden Verhandlungen mit den USA bzw. Kanada große makroregionale Freihandelsabkommen, die ein Ziel haben, nämlich andere Länder auszumanövrieren bzw. Standards zu setzen, die für andere Länder nicht angenehm sind bzw. die auszuschließen von bestimmten Regelungen. Das hat insgesamt, ich mache das jetzt kurz, zu einer Situation geführt, wo man sagen kann, das, wofür Europa mal stand, dieses Modell Europa, ich unterrichte einen Studiengang, wo Studierende aus der ganzen Welt kommen, weil sie was von Europa lernen wollen, und es fällt mir zunehmend schwerer zu sagen, diese Vorbildfunktion, die ist geschwunden, und das sehen inzwischen halt auch ganz viele Menschen aus anderen Ländern. Ein wesentlicher Grund, weshalb diese Vorbildfunktion der Europäischen Union geschwunden ist, besteht in der Wirtschafts- und Schuldenkrise der Europäischen Union, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen werde. Aber sie besteht selbstverständlich auch darin, dass nationalistische Kräfte einen enormen Aufschwung erhalten. Seit vorgestern geben die Rechten eine ganze Fraktion im Europaparlament ab. Und das dürfte nicht ohne Folgen bleiben. Bislang ist es nicht gelungen, dass die Rechten im Europaparlament sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Aber das ist geschehen. Gleichzeitig ist das, was sich an Europas Grenzen abspielt, jenseits von aller Good Governance und allen Vorstellungen von menschenrechtlicher Politik, das Schengen-Regime und diese erbärmlichen Konstellationen, wie darüber verhandelt wird, welches Land wie viele Flüchtlinge aufnimmt und unter den Bedingungen des Schengen-Regimes heißt, die Länder wie Österreich und Deutschland, die quasi den Kern, also diese netten Häuser, in denen man sich so gut leben kann, wir bleiben von relativ vielen verschont. In der Türkei leben 2 Millionen syrische Flüchtlinge, die paar, die es bis nach Österreich oder Deutschland schaffen, mit denen kann man eventuell umgehen. Und man lässt genau den Südländern die ganze Last, weil sie nun mal dummerweise geografisch gesehen an unseren Außengrenzen liegen und wir dieses absurde Schengen-Regime haben, wonach sie verantwortlich sind für den Umgang mit Migranten und Flüchtlingen. Und ich will das auch erwähnen, das führt auch zur Verachtung dieses europäischen Modells, jedenfalls wenn ich mit Studierenden, meinen Studierenden, die kommen aus der ganzen Welt, die systematische Überwachung der eigenen Bevölkerung durch Geheimdienste wie NSA oder BND, das bringt meine chinesischen Studierenden nur noch zum Lachen. Also, ihr wollt uns was über Demokratie erzählen, das ist doch wirklich lächerlich. Kehrt doch erstmal im eigenen Hause, und das macht es sehr, sehr viel schwieriger, über so etwas wie die Vorbildfunktion Europas zu sprechen. Nun, ich muss mal gucken, dass die richtige Folie da ist. Wenn Europa im Sommer 2015 für etwas steht, dann ist es für den Mangel an Solidarität. Das kann man so einleitend sagen. Was wir feststellen ist, dieser Mangel an Solidarität, der gilt im Innen- und im Außenverhältnis, aber ich werde jetzt nur noch über das Innenverhältnis und nicht mehr über die Außenpolitik der Europäischen Union sprechen. Und es liegt daran, dass wir eine politische Klasse haben, die entweder nicht willens oder nicht fähig ist, das Notwendige zu tun. Wie es ist, das weiß ich nicht, aber klar ist, dass eigentlich das Notwendige identifizierbar wäre, aber es gibt keine Bereitschaft oder keine Fähigkeit, das zu tun. Das europäische Sozialmodell, ich möchte daran erinnern, weil es wichtig ist, das europäische Sozialmodell, vielleicht können Sie sich erinnern, das ist einmal von einem französischen Politiker in die Debatte gebracht worden, der da feststellte, also es war Jacques Delors, who can fall in love with the common market? Also es war der Beschluss, den common market, den gemeinsamen Markt in Europa zu installieren. Jacques Delors stellte sehr klar und nüchtern fest, das ist nichts, was die europäischen Bürger letztlich zusammenhalten wird. Niemand kann sich in einen Common Market verlieben, auch wenn der vielleicht ökonomisch ganz erfolgreich sein kann, und das war er ja auch. Und dieses europäische Sozialmodell war gedacht als quasi das Bindeglied, ohne das ein Europa nicht zu einem Integrationsprojekt werden könnte. Und deswegen werde ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, worin eigentlich dieses europäische Sozialmodell, von dem ich sage, es geht dem Ende zu, aber es ist schon so gut wie beerdigt, bestand.
seit Jahren, das ist nicht erst seit dieser Krise 2008 oder 2009, stellen wir fest, dass der Anteil der Löhne und Gehälter an der Wirtschaftsleistung sinkt und dass die Schere zwischen öffentlichem und privatem Reichtum immer weiter auseinandergeht. Der Grund dafür besteht darin, dass das, was in der Nachkriegszeit, in den, die Franzosen nennen das die Trente Glorieuse, also die glorreichen 30 Jahre von den 50ern bis Ende, Mitte, Ende der 70er, das war ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Ländern, dass in dieser Zeit es gelungen war, dem Kapital Sozialpflichten aufzuzwingen. Wir hatten Kapitalismus, aber es war ein anderer. Und weil es heute gerade für jüngere Menschen, von denen ich hier netterweise doch einige sehe, gleichsam irgendwie schon Geschichte ist, wollte ich nochmal darauf hinweisen, woran eigentlich dieses europäische Sozialmodell anknüpfen sollte, was es ausbauen sollte, weil wir sind im Augenblick in einer genau in der gegenteiligen Situation. Und das bestand in diesen fünf Elementen, die ich da unten aufgeführt habe. Erstens, ein universeller Wohlfahrtsstaat bedeutet, dass der Staat als eine Instanz des sozialen Ausgleichs wirkt und dafür sorgt, dass wohlfahrtsstaatliche Leistungen als ein Bürgerrecht und nicht als Wohltätigkeit jedem zustehen, der Bürger ist. Zweitens, gleicher Zugang zur Daseinsvorsorge für alle. Das ist ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Das ging vor allen Dingen über die Zwangsversicherung, die meistens umlagefinanziert war. Man kann es auch so sagen, es war eine erzwungene Solidarität und die war angenehm. Ich muss nicht ständig darüber nachdenken, mit wem ich solidarisch sein will, sondern Steuersysteme sorgen dafür, dass ein Ausgleich zustande kommt. Und auf diese Art und Weise kommen alle zu dem gleichen Zugang zu Bildung, Gesundheit, auch einer bestimmten Infrastruktur und so weiter. Das ist etwas, worüber man sich dann keine Gedanken mehr zu machen hat, weil das Steuersystem sorgt dafür, dass es für alle zur Verfügung steht. Davon profitieren Unternehmer genauso wie normale Menschen. Aber ich muss nicht jeweils individuell eine Entscheidung für Solidarität treffen. Die ist gleichsam institutionalisiert. Das dritte Element war die staatliche Intervention in das Marktgeschehen mit dem Ziel, Beschäftigung zu schaffen. Das war völlig normal. Es war klar, nur wenn staatliche Akteure intervenieren in das Marktgeschehen, wird etwas passieren, was man Arbeitsplatzaufbau nennt. Das passiert nicht auf der Basis des Wirkens von Marktkräften. Ebenso Konsens. Viertes, auch etwas, ziemlich veraltet, ich weiß, in Österreich gibt es davon noch mehr als in Deutschland, aber Mechanismen außermarktlicher Koordination, wo Arbeitgeber, Verbände und Gewerkschaften sich für bestimmte Politikfelder zuständig fühlen, nämlich Arbeitsmarktpolitik und Berufsbildungspolitik. Davon ist nichts mehr da. Fakt, in Deutschland kann man sagen, es ist nichts mehr da. Da gibt es keine Aktivität mehr, die unterhalb, die quasi außerhalb staatlicher Regelungen, also im Arrangement zwischen den Sozialpartnern vonstatten gehen würden. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, öffentliches Eigentum von Schlüsselindustrien und vor allen Dingen Infrastrukturen. Das schließt Banken, Wasser, Strom, Elektrizitätsversorgung, Verkehrsinfrastruktur, ja auch die Telekommunikation mit ein. Nun kann man sagen, ja, nicht alles muss nach wie vor in öffentlichem Eigentum sein. Aber wenn wir über Alternativen reden, dann wird genau dieser letzte Punkt ein ganz entscheidender sein, weil ohne ein öffentliches Eigentum, es muss ja vielleicht nicht so verwaltet werden, wie es damals verwaltet worden ist. Man kann sich auch andere Modelle mit sehr viel mehr Bürgerbeteiligung vorstellen. Aber das waren letztlich die Elemente, auf denen so etwas wie ein soziales Europa denkbar war und wo Delors gesagt hat, das müssen wir ausbauen zu einem europäischen Sozialmodell. Und die Säulen, auf denen das auflagerte, war Zwangsversicherung, um es mal klarzustellen, meistens umlagefinanziert, waren Branchen- und Flächentarifverträge, die meistens von den Staaten allgemein verbindlich erklärt wurden, sodass sie quasi für alle Unternehmen einer Branche galten und nicht nur da, wo es starke Gewerkschaften gab, und ein sehr dichtes Nest von öffentlichen Diensten. Das war das europäische Sozialmodell und das sollte ausgeweitet werden. Und wenn wir über Alternativen reden, dann sollten wir uns daran erinnern, es wird heute sehr viel schwieriger sein, das zu realisieren, aber letztlich geht es genau darum. Anders ist ein soziales Europa nicht vorstellbar. Nun,
vielleicht einige, viele im Raum verbinden mit dem Namen Thomas Piketty etwas, ein französischer Ökonom, der in der letzten Zeit ziemlich viel Aufmerksamkeit durch ein Buch erlangt hat, das heißt Das Kapital im 20. Jahrhundert. Es besteht aus ganz, ganz vielen Daten mit einer einzigen bedeutsamen Message, und diese Nachricht, diese Botschaft lautet: Die Divergenz zwischen Kapitalbesitz und Arbeitseinkommen hat dramatisch zugenommen seit der industriellen Revolution. Das kann Piketty, das haben vor ihm andere gezeigt, aber er macht es mit mehr Daten, ist fast immer das Kapitaleinkommen schneller gewachsen als die Wachstumsrate. Das ist diese Kapitalrendite größer als Wachstumsrate, das soll das ausdrücken. Mit Ausnahme einer historischen Situation oder genauer einer historischen Periode, und das ist genau die, von der ich gerade geredet habe. Das ist nämlich das, was Sie da unten sehen, die Jahre 1950 bis 1970, oder das hängt dann von den einzelnen Ländern ab, eher dann zum Teil noch bis Ende der 70er Jahre, in Deutschland hat es etwas länger gedauert. Das ist die einzige Zeit, wo wir sehen, dass ja, die Kapitaleinkommen steigen auch in dieser Zeit sehr viel schneller. Also was diese Grafik ausdrückt, ist der Gesamtwert der Privatvermögen, die 1910 so sich gestaltet, dass die Nationaleinkommen, dass das Kapitaleinkommen 6 bis 7 Mal so groß war wie das Nationaleinkommen insgesamt. Und in dieser Zeit, halt von 1950, diese 30 Jahre, da war das auf ja, die kleine Größe von nur 2 bis 3 Mal so viel herunter. Und was Sie jetzt sehen, dass wir im Augenblick, also im Jahre 2010 und folgende, sind wir ungefähr wieder da angekommen, wo wir im Jahre 1910 ungefähr waren. Das ist die, wie ich finde, beeindruckende Grafik von Piketty. Warum zeige ich Ihnen das? Weil gleichzeitig diese Periode diejenige ist, also das ist die Zeit, wo die Wohlfahrtsstaaten in den einzelnen europäischen Ländern nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs eingeführt worden sind. Und nun raten Sie einmal, also ich meine sehr vorbildhaft beispielsweise das britische Gesundheitssystem, das im Augenblick unter enormem Privatisierungsdruck steht. Ja, was raten Sie mal, was zu dieser Zeit Großbritannien für eine Schuldenrate, eine Staatsschuldenrate hatte? 200%. 200% des Bruttosozialprodukts. Das war die Zeit, wo der britische Wohlfahrtsstaat geschaffen worden ist. Und ich sage das deswegen, um deutlich zu machen, dass diese These, man kann sowas wie sozialen Fortschritt nur in einer Phase von boomenden ökonomischen Entwicklungen haben, und es darf auf keinen Fall mit Staatsschulden einhergehen, dass das historisch gesehen ziemlicher Nonsens ist, weil überall hatten um diese Zeit die Länder ziemlich hohe Staatsschulden. Aber das war der Grund, weshalb ich in diesem Zusammenhang nochmal deutlich machen möchte. Nun, wir wissen alle, dass es die Eigenarten des europäischen Integrationsprojektes sind, die letztlich dazu geführt haben, dass es nicht zu einer Ausweitung dieses europäischen Sozialmodells gekommen ist, sondern zum Gegenteil, zu einem Zerreißen dessen, was da ja in kleiner Form angelegt war. Und die Dynamiken, die dahinter stehen, die habe ich hier nochmal ganz kurz aufgeführt. Ich will sie nicht ausführlich schildern. Nur klar ist, es war die Zeit, die deutsch-französische Achse, die ganz wesentlich war für diesen Ausbau eines sozialen Europas, die ist relativ schnell zu Ende gegangen. In Deutschland war das die Kohl-Ära, also nicht, dass mir Herr Kohl und seine Politik sehr sympathisch war, aber man muss sagen, es war in Deutschland die Zeit von Helmut Kohl und anderen Menschen, die noch also die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs gemacht haben und wussten, entweder soziales Europa oder aber zurück in ein sehr konfliktreiches Land. Es war die Zeit nach dem Mauerfall dann allerdings, wo der Systemgegensatz entfällt und damit auch der Druck auf so etwas wie ein soziales Modell in Europa. Und das ist dann der Zeit, wo sich die Sozialdemokratie auf den Weg macht, einen dritten Weg zwischen, ich weiß nicht was, zu finden und eben diese Maastricht-Kriterien und Ähnliches kreiert werden. Wofür steht Maastricht-Kriterien, Stabilitäts- und Wachstumspakt? Es steht dafür, dass rigide Budgetvorgaben
und im Hinblick auf staatliche Neuverschuldung vor allen Dingen, dasjenige sind, also was man irgendwie oben ansteht. Das heißt, in der Politikwissenschaft negative Integration, Abbau von allem, was Wettbewerb eventuell verhindern oder erschweren kann. Und das heißt natürlich, alles, was ich an Schutz von Arbeitnehmerrechten, von Sozialleistungen habe, all das ist letztlich hinderlich für Wettbewerb. Also weg damit. Und der Gipfel des Ganzen, ich komme dann nochmal drauf zurück, ist die von der deutschen Bundesregierung kreierte Schuldenbremse. Ich komme nochmal drauf zurück, weil das ist der letzte Wahnsinn letztlich. Aber es spielen auch andere Elemente eine Rolle. Also eine Politik der Europäischen Zentralbank, die jahrzehntelang nur ein einziges Ziel hatte, nämlich Geldwertstabilität. Also, als wenn es nichts Schlimmeres gäbe als eine Inflationsrate vielleicht von 4, 5, 6%. Nein, sie hat nichts gemacht, um zum Beispiel durch eine etwas lockere Geldpolitik, wie es die US-amerikanische Zentralbank tut, Arbeitsplätze zu finanzieren, Beschäftigung auszuweiten. Das hat sich jetzt geändert, aber wir werden gleich sehen, jetzt hilft es nichts mehr. Drittens, natürlich ein Element innerhalb des europäischen Integrationsprojektes, das uns in die Misere geführt hat, ist, dass wir zwar eine gemeinsame Geldpolitik, aber auf der Ebene der Steuerpolitik nichts. Auf der Ebene der Steuerpolitik galt das Prinzip Steuerwettbewerb, Wettbewerb um die niedrigsten Kapitalsteuern. Das ist das Prinzip gewesen und das hat zu einer enormen Ausdifferenzierung in den einzelnen Ländern geführt. Es gibt aber auch, und dafür steht insbesondere die deutsche Politik, ein viertes Element, nämlich dass man Beschäftigungs- und Sozialpolitik in den Dienst der Wettbewerbsfähigkeit stellt. Das heißt, es werden nur solche arbeitsmarktpolitischen, sozialpolitischen Maßnahmen ergriffen, die die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen nationalen Ökonomie steigern. Und alles, was sie eventuell nicht steigert, wird sein gelassen. Dafür steht dann, dass man eine Bildungspolitik, eine Familienpolitik, selbst eine Gesundheits- und Rentenpolitik immer mit dem Blick darauf macht, hebt es die Steigerung der deutschen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb. Und dafür steht die Agenda 2010, mit der ja sehr erfolgreich geschafft wurde, die Löhne in Deutschland zu drücken, weit unter die Produktivitätsrate zu drücken und damit andere Länder auszukonkurrieren, die eben eine ihren Produktivitätsfortschritten entweder angemessene Form der Lohnsteigerung oder in einigen Ländern, in einigen südlichen Ländern sicher in die entgegengesetzte Richtung wirkten. Und das hat natürlich die Kluft zwischen den europäischen Ökonomien enorm vergrößert. Ein fünftes Element muss allerdings hinzugefügt werden, und daran ist jetzt mal ausnahmsweise nicht die deutsche Politik schuld, sondern der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat in den letzten Jahren es immer wieder unternommen, die römischen Verträge, die dem europäischen Projekt zugrunde liegen, in eine Art von Quasi-Verfassung umzudeuten. Das heißt, etwas, was man nicht verändern kann. Und was diese Rechtsprechung des EuGH letztlich bewirkt, ist, dass sie die sogenannten vier Grundfreiheiten, also den freien Verkehr von Kapital, von Dienstleistungen, von Gütern, auch von Arbeitskräften, über soziale Grundrechte stellen. Das eine ist das, was die europäischen Verträge als Verfassungskonsens gleichsam schützen, und dann haben sich dann irgendwelche sozialen Rechte, die auf der Ebene von Nationalstaaten formuliert sind, dem unterzuordnen oder können ignoriert werden. Und das ist genau der Punkt, an dem mit einigem Recht die Rechten ansetzen, zu sagen, wir haben ja keine Möglichkeiten mehr im nationalen Kontext, etwas, was wir für richtig erachten, durchzusetzen, weil von der Ebene des Europäischen Gerichtshofs wird etwas anderes, nämlich die Freiheit des Kapitals, der Güter, der Waren über die Grundrechte der Menschen gesetzt. Das sollte man im Blick behalten, bevor man über die Ursachen der Krise in der Eurozone, einem kleineren Gebiet in der Europäischen Union, spricht. Es ist jedenfalls klar geworden, denke ich, dass mit Ausbruch dieser nicht in Europa begonnenen Finanzkrise diese Eigenarten des europäischen Integrationsprojekts sich faktisch als eine Art von Brandbeschleuniger für die Zersetzung von sozialer Solidarität. Und man kann, das ist jetzt nicht mein Thema hier, aber man kann sagen, dass die deutsche Politik dabei
als Brandstifter fungiert hat. Ich würde sagen, zunächst einmal nicht unbedingt willentlich, weil sie wollten diese Rolle, glaube ich, nicht übernehmen. Aber letztlich haben sie diese Rolle gespielt, also die für die Politik in Deutschland Verantwortlichen. Was die Entwicklung der Krise anbelangt, will ich jetzt nicht auf diese einzelnen Punkte eingehen, weil das vielleicht ein bisschen zu weit abführt. Die einzelnen Elemente, die letztlich zu dieser Krise in der Eurozone geführt haben, nur festhalten, es war letztlich die spezifische Art, wie auf diese Krise reagiert wurde, und es ist erzwungen worden, letztlich von einem Netzwerk aus Politik, Wissenschaft und Medien, die sagt, wir müssen das Bankensystem retten, sonst kollabiert das gesamte Finanzsystem, und wir tun dies, indem die Staaten als quasi die Schulden des Privatsektors letztlich übernehmen. Und das heißt, auf diese Art und Weise werden eben Banken nicht gleichzeitig abgewickelt oder geschrumpft, wenn sie denn in eine Krise geraten, ich meine die Alpen Adria ist hier, sondern es wird aus Steuermitteln werden diese Banken gerettet, und dann sind am Ende natürlich die Schulden beim Staat und nicht bei den privaten Bankrotteuren. Die haben nichts zu befürchten, sondern sie machen letztlich weiter wie bisher, aber die steuerzahlenden Bürger sind jetzt damit konfrontiert, dass sie die Suppe auslöffeln sollen. Und auf diese Suppe komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich will nicht verheimlichen, dass es auch, das ist der vierte Punkt, der hier steht, spezifische Probleme in einigen Mitgliedstaaten gab, unterschiedliche in Irland, in Griechenland, in Spanien, in Italien. Die haben ganz sicher zu einer Verschärfung dieser Situation beigetragen. Aber es waren sehr unterschiedliche Elemente, die dann nochmal diese Zuspitzung erbracht haben. Und es hat vor allen Dingen das, was ich schon angedeutet habe, die systemischen Fehler, die Art und wie die Europäische Union kreiert war, nämlich eine Geldpolitik, also dieser Irrtum, der darin besteht, wir machen eine Währungsunion, ohne gleichzeitig eine Steuer- und Einkommensunion auch nur perspektivisch in den Blick zu nehmen. Es reicht, wenn wir quasi auf der monetären Ebene eine gemeinsame Währung haben, und dann müssen halt alle gegeneinander konkurrieren, damit das funktioniert. Und Wettbewerb als das übergeordnete Prinzip und nicht etwa Kooperation. Man kann ja Institutionen so gestalten, dass Kooperation erzwungen wird, aber unsere Institutionen sind so gestaltet, dass Wettbewerb erzwungen wird. Und das sind aus meiner Sicht die beiden Geburtsfehler der europäischen Integration, die sich dann in der Krise als besonders schwerwiegend erwiesen haben. Und, das habe ich auch schon angesprochen, die Zuspitzung dieser Krise durch eine bestimmte deutsche Politik. Was Sie hier auf dieser Grafik erkennen können, das wollte ich deutlich machen, in der Folge dieser Krise sehen wir ein Explodieren der Staatsschulden. Also es ist nicht so, dass es keine gegeben hätte, aber es gibt immer Staatsschulden, es muss immer Staatsschulden gehen. Also entweder man hat extrem hohe Steuersätze, woraus man quasi die Aktivitäten, die jeder Bürger vom Staat erwartet, ne, Infrastrukturleistungen. Also es gibt, Staaten haben nur zwei Möglichkeiten, sich zu finanzieren, entweder über Steuern oder über Kreditaufnahme. Es gibt nichts weiteres, also Geld wird nicht gehackt. Andere Möglichkeiten existieren letztlich nicht. Also die Situation war allerdings so, dass wenn man mal dahin schaut, dass die Explosion dieser Staatsschulden mit dem Ausbruch der Krise erfolgt. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich in dieser Situation auch Finanzmarktakteure die Ungleichgewichte, die es bereits gab in der Europäischen Union, zunutze gemacht haben und spekuliert haben gegen die jeweils schwächsten Glieder. Und das waren dann also in einer gewissen Folge Griechenland, aber es kamen dann auch noch andere Länder ins Spiel und dann wieder Griechenland. Hat dazu geführt, dass Länder wie Deutschland und Österreich selbst in der Krise für ihre Kredite, jeder braucht wie gesagt Kredit, wenn man das nicht über hohe Steuern macht, relativ wenig zahlen mussten. Also sogar Deutschland hat sogar lächerlich wenig gezahlt für seine Kredite, während andere wie Griechenland in dieser Krise zum Teil für frisches Geld 16% zahlen mussten und Deutschland mit einem 1,5%igen Zinssatz sehr gut leben konnte. Also und wenn man so etwas hat, dann heißt das, die Unterschiede gehen auseinander, und genau das ist passiert. Ich habe hier dazu nochmal, ich will das jetzt nicht ausführlich diskutieren,
Das Ganze wird dann verstärkt durch das, was ich den Irrsinn der von Deutschland erzwungenen Schuldenbremse nenne. Also ein Fiskalvertrag, der jetzt gleichsam so eine Art von Verfassung geworden ist, jetzt nicht nur für die Länder der Eurozone, sondern auch für andere Länder, die da heißt, das sogenannte strukturelle Defizit, also das Defizit, unter Absehung von den Schulden, von den Zinszahlungen erwirtschaftet, existiert, darf nicht mehr als 0,5% des BIP betragen. Das ist eine völlig willkürliche Setzung. Genauso eine Schuldenobergrenze von 60% des Bruttoinlandsprodukts, auch das eine willkürliche Setzung. Aber, und das wird jetzt bedeutsam in der Krise, der Zugang zu den Mitteln des Rettungsfonds nennen wir das jetzt immer, also wo quasi verbilligte Kredite an verschuldete Länder gegeben werden, ist daran gebunden, dass dieser Fiskalpakt ratifiziert wird. Und wer das nicht tut und umsetzt, hat quasi auf Kapitalmärkten sein Geld zu beschaffen oder auch von der EZB, und da sind die Zinsen sehr viel höher, um es mal ganz simpel zu sagen. Aber was klar ist, und das ist ein Grundirrtum, eine Schuldenbremse, also zu sagen, du darfst nicht mehr Schulden haben als das, was du jetzt schon hast, du musst sie systematisch zurückführen in einer Situation, die wir als Krise bezeichnen, also wo die Staatseinnahmen sinken, weil wir Arbeitslosigkeit haben, weil Unternehmen nicht mehr investieren. In so einer Situation gibt es logischerweise mehr Staatsausgaben und da steigen eigentlich die Staatsschulden. Wenn ich jetzt sage, also es muss unbedingt in so einer Situation von Krise, soll bitte schön die Schulden zurückgeführt werden. Das kann man machen, wenn die Wirtschaft boomt. Aber genau in so einer Konstellation, hat uns diese Austeritätspolitik reingebracht. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Aufsatz von Amartya Sen, das ist einer der wenigen Ökonomen, die nicht Neoklassiker sind und die einen Nobelpreis bekommen haben. Er stammt allerdings auch aus der Entwicklungsökonomie. Der vergleicht das, was gegenwärtig mit Griechenland passiert. Er nennt das den Versailles-Moment, also das, was Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in den Reparationszahlungen erlebte. Er sagt, also John Maynard Keynes, der berühmte nicht-neoklassische Ökonom, ist ausgeschert, der war eigentlich an den Verhandlungen beteiligt für eine der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, nämlich Großbritannien, und hat gesagt, das, was da den Deutschen aufgedrückt wird, egal, ob sie den Krieg verschuldet haben oder nicht, das ist absolut kontraproduktiv. Also es führt nicht nur zu einer Entwürdigung, also das, was jetzt auch die Griechen erfahren, sondern es ist absolut ökonomisch kontraproduktiv, weil es zwingt sie quasi in einen absurden Abwertungswettlauf, also mit anderen, und genau das hat dann letzten Endes natürlich die schreckliche Konstellation dann Ende der 20er Jahre mit der Weltwirtschaftskrise gebracht, also ein Abwertungswettlauf, in den sich dann alle hineinbegeben, aber wo eigentlich den Deutschen auch gar nichts anderes übrig blieb, als das zu machen. Das hat Keynes als die Begründung genommen, weshalb er in dieser Delegation nicht weiter für Großbritannien verhandeln wollte. Um zu sagen, man kann nicht in einer solchen Krise quasi einem Land, das ohnehin quasi am Boden liegt, jetzt noch mehr aufbürden. Das ist politisch kontraproduktiv, aber es ist auch nicht ökonomisch besonders geistreich. Dennoch, solche Stimmen gibt es. Es gibt sie viele, aber sie finden kein Gehör. Wieder alle volkswirtschaftliche Vernunft, könnte man sagen, wonach das Sparen in einer Krise eine Krise eigentlich mehr verschärft, als sie löst. Befindet sich die gesamte Europäische Union unter diesem Joch fiskalischer Austerität, und das heißt, um es mal simpel auszudrücken, weitere Beschneidung sozialstaatlicher Leistungen, weitere Deregulierung der Arbeitsmärkte und das Verewigen oder Institutionalisieren neoliberaler Politik, und das geschieht dadurch, dass man einer Institution, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen ist, der Europäischen Kommission, nämlich neue Kompetenzen zubilligt, und das, was früher Troika genannt wurde, also dieses Triumvirat aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Kommission und EZB, also Europäischer Zentralbank, die nennen sich jetzt die Institutionen. Also das ist ungefähr das Einzige, was die Griechen erreicht haben, dass die sich jetzt nicht mehr Troika nennen, sondern die Institutionen. Die führen aber genau dieses weiter, und dieses heißt,
Das läuft dann immer in den deutschen Medien unter diesen von mir hier blau hervorgehobenen Schlagworten. Und das klingt doch eigentlich ziemlich harmlos, ne? Strukturreformen, solide Haushaltspolitik, funktionierende Verwaltung. Da kann man doch nur sagen, wenn man das verlangt als Bedingung dafür, dass alte Kredite, dass man für, also um alte Kredite abzulösen, neue bekommt, das ist doch alles vernünftig. Aber was heißt Strukturreform? Strukturreformen heißt nichts anderes als kürzen. Um es mal ganz einfach zu sagen, Arbeitnehmerrechte, ob das Kündigungsschutz ist, ob das die Art und Weise ist, wo Tarifverhandlungen gemacht werden, nämlich in Griechenland besteht die Troika, jetzt Institution genannt darauf, auf der betrieblichen Ebene und sonst nirgendwo werden Tarifverhandlungen ausgeführt, Pensionskürzungen, Mehrwertsteuersätze rauf auf Lebensmittel, auf Medikamente, auf Bücher, das sind letztlich die Dinge, die sich hinter diesem hübschen Begriff Strukturreformen verbergen. Und was heißt solide Haushaltspolitik? Solide Haushaltspolitik heißt, dass sich absurderweise Länder wie Griechenland, die in einer Krise sich befinden, jetzt verpflichten, quasi nicht nur für dieses Jahr, für 2016, 2017, 2018, also eine Zeit, wo kein Mensch von uns eine Ahnung hat, wie da die Weltwirtschaft aussehen wird, sich verpflichten, ein Wachstum, also ein Überschuss, ein Primärüberschuss, das heißt also, wenn ich Einnahmen und Ausgaben gegenrechne und jetzt mal die Zinsen rauslasse, ich verpflichte mich, so und so viel Wachstum zu haben, was ja nichts anderes heißt, als ich gebe nur dann etwas aus, wenn ich die vereinbarte Wachstumsrate erreicht habe. Und das ist das, was dann unter solider Haushaltspolitik läuft. Und funktionierende Verwaltung klingt auch sehr nett. Man kann sicher den Griechen wünschen, sie würden in der Lage sein, eine funktionierende Verwaltung, insbesondere in der Steuereintreibung, aufzubauen. Das Problem ist nur, wenn ich gleichzeitig die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, also schrumpfe die Zahl und ihnen auch noch alles Mögliche androhe, also von Gehaltskürzungen über Rentenkürzungen und so weiter, wie kriege ich denn dann die motivierte Beamtenschaft oder den öffentlichen Dienst zustande, die in diesem Sinne diese Aufgaben wahrnehmen? Das heißt, ich habe mit der funktionierenden Verwaltung meine Probleme, wenn das gleichzeitig immer unter der Drohung läuft, aber bitteschön, erwarte nichts Positives dafür. Die These lautet, vor diesem Hintergrund haben wir gegenwärtig etwas in Europa, das würde ich als beispiellos in der Geschichte entwickelter Industrieländer in Friedenszeiten bezeichnen. Ich werde mal diese einzelnen Punkte, die ich hier aufgelistet habe, Ihnen an ein paar Grafiken zu verdeutlichen suchen, was ich mit beispielloser Entwicklung meine. Das eine ist das Einbruch des Bruttoinlandsprodukts und auch meine These, da wird sich auch in nächster Zeit nicht großartig was ändern. Schauen Sie nur bitte auf die untersten kleinen Blöcke, da sehen Sie natürlich Österreich zusammen mit Großbritannien als die großartigen Ausnahmesituation mit 1,5% Wachstum in den letzten 10 Jahren, das wird immer in diesen 10-Jahres-Blöcken gemessen, ist natürlich trotzdem im Hinblick auf das, was früher üblich war, ziemlich mager, aber für die EU als Ganzes eine einprozentige, auch für Deutschland, den wunderbaren Weltmeister in allem Möglichen, 0,6% auf die letzten 10 Jahre letztlich gilt das auch für andere Länder. Das heißt, wir haben eine Konstellation und nichts spricht dafür, dass diese Konstellation für die alten Industrieländer sich wesentlich verändern wird in den nächsten Jahren. Davon gehen alle aus. Man hat also mit einem deutlich geringeren Wirtschaftswachstum zu rechnen. Das kann man aus ökologischen Gründen für vernünftig halten, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Das ist die Ausgangssituation. Gleichzeitig haben wir aber, und das ist etwas, das sollte man, also das muss ich immer wieder in Deutschland hervorheben, ich weiß nicht, ob in Österreich die Menschen genauso borniert sind, wenn es um die Frage Inflation oder Deflation geht. Deflation scheint etwas zu sein, was alles wunderbar ist, weil es ja alles immer billiger wird. Aber schauen wir uns einmal an. Es gibt ein Inflationsziel der EZB, das war immer Schwachsinn, von 2%. In den USA ist man mit ganz anderen Inflationsraten zurechtgekommen. Also wenn es nötig ist, den Arbeitsmarkt zu beleben, muss man einfach eine höhere Inflationsrate in Kauf nehmen. Also wir haben eine extrem niedrige Inflationsziel. Das war immer das Ziel der EZB. Wir müssen vor allen Dingen die Inflationsrate bei diesen 2% halten. Es darf auf keinen Fall darüber gehen.
Was wir jetzt aber haben, das habe ich da rot eingekreist, im August 2014 eine Inflationsrate von 0,3%. Was heißt das? Das heißt, dass wenn die Preise fallen, die Investitionen, die ich heute tätige, schon morgen weniger wert sind. Gleichzeitig steigt aber der Wert der bestehenden Schulden. Also der Schuldendienst nimmt zu. Damit ist das Motiv, eine kreditfinanzierte Investition zu machen, ziemlich gering. Weil ich kann eigentlich erwarten, dass ich morgen, dass moren meine Investition weniger wert ist und dass meine Schulden trotzdem eher steigen werden. Das heißt, die Konjunktur flaut ab und bremst den Preisanstieg noch weiter. Und das nennt man dann eine Deflation, weil nämlich völlig unklar ist, wie man aus dieser Spirale wieder herauskommen soll. Im Augenblick macht die EZB eine andere Politik. Sie versucht, über massenhafte Geldausschüttung an die Banken die Investitionstätigkeit anzuregen. Der Witz ist nur, wir sind in einer deflationären Falle. Es gibt keinen, obwohl das Geld so billig ist, dass man jetzt als Sparbuchinhaberin in Deutschland schon Negativzinsen zahlen muss. Also ich muss jetzt schon also der Bank Zinsen zahlen dafür, dass sie mein Geld aufhebt. Nicht nur, dass ich keine kriege. Obwohl wir eine solche Situation haben, werden keine Investitionen getätigt. Und das ist eine andere Konstellation. Das ist eigentlich quasi eine Konstellation, auf die diese EZB überhaupt nicht vorbereitet war. Trotzdem ist es die Konstellation. Gleichzeitig haben wir das da, einen Rückgang der Lohnquoten, wenn Sie sich das mal anschauen, von den 80er Jahren 2013, in den letzten 40 Jahren niemals ist das Verhältnis von Arbeitnehmerentgelten am Bruttoinlandsprodukt so dramatisch gesunken, also jetzt in Griechenland, also grün steht für Griechenland, gelb steht für Spanien, noch gerade mal irgendwie etwas, ein bisschen mehr als 50-60%, aber auch in anderen Ländern kann man sehen, dass die Arbeitnehmerentgelte am Bruttoinlandsprodukt eigentlich nur eine Richtung kennen, nämlich nach unten gehend. Gleichzeitig explodiert die Arbeitslosigkeit. Nehmen Sie nur diese, ich will jetzt die Zahlen nicht alle benennen, das haben Sie schon irgendwie mehrfach gehört. Vor allen Dingen die Jugend zahlt den Preis dafür. In Griechenland irgendwas an Arbeitslosigkeit von 60%, in Spanien knapp darunter, aber auch in Zypern weit über 40%, Portugal ebenfalls, Italien, Frankreich zwar weniger, aber mit steigender Tendenz, in der Eurozone insgesamt ein Viertel. Mit anderen Worten, das, was gegenwärtig passiert, ist quasi ein richtig dicker, schwerer Sack für die heute lebenden jungen Menschen. Weil ich meine, also was passiert, wenn ich 10 Jahre arbeitslos bin? Wie kann ich dann noch einen Einstieg in den Arbeitsmarkt finden? Und das ist etwas, was in seinen Langzeitwirkungen bislang überhaupt noch nicht thematisiert ist. Diese Grafik können Sie nicht erkennen. Ich will nur eines an dieser Grafik deutlich machen. Da gibt es die kleinen runden Punkte, die sind blau, und dann gibt es so einen Pfeil, da geht in die eine Richtung, das ist die Entwicklungsrichtung. Was Sie da sehen können, ist die Zunahme von Arbeitslosigkeit. Und was Sie auch schön erkennen können, selbst wenn Sie es nicht gut sehen können, ist, dass es quasi in der gesamten Europäischen Union nur eine Tendenz für die Arbeitslosigkeit, selbst in den nordischen Ländern, gibt, nämlich nach oben, mit Ausnahme von Deutschland. Und dann gibt es eine kleine positive Entwicklung in Österreich, und in Polen blieb die Situation mehr oder weniger konstant. Und in allen anderen Ländern eine Zunahme von Arbeitslosigkeit. Und das ist alles parallel zu sehen, was ich jetzt versuche zu verdeutlichen. Die Entgelte, die Arbeitslosigkeit, die Reallöhne mit der sinkenden Tendenz. Und dann aber, obwohl wir all das haben, sinkende Reallöhne, steigende Arbeitslosigkeit, dann haben wir gleichzeitig aber Staatsschulden, die steigen weiter. Das heißt also, wir haben nicht etwa in dieser Konstellation ein geringere Staatsschulden, sondern wir haben weniger Beschäftigte, also weniger Steuereinnahmen, also weniger Einnahmen insgesamt und damit eine Steigerung der Staatsschulden. Das wird dann immer am Beispiel Griechenland diskutiert, hatte mal bei Ausbruch der Krise 107% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, ist heute bei 175% oder so angekommen. Aber das gilt auch für Irland, Portugal, Spanien, es gilt auch für Deutschland, aber in einem geringeren Umfang. Und es sinken
gleichzeitig bleibt aber etwas konstant, nämlich die Handelsungleichgewichte in der Europäischen Union. Also die Länder, die bislang exportiert haben, exportieren weiter. Und die Länder, die eigentlich, wenn man mal sich Frankreich anschaut, Frankreich hatte eigentlich einen Überschuss vor gar nicht so langer Zeit, ist inzwischen tief in das Handelsdefizit hineingerückt. Und das heißt mit anderen Worten, für diese Länder heißt das, auf Biegen und Brechen exportieren und weniger importieren. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum in Frankreich derzeit, also wo die Arbeitnehmerrechte noch nicht ganz so ausgehöhlt sind wie in Deutschland und Griechenland und so weiter, ein enormer Druck auf eben diese wunderbaren Strukturreformen von Seiten der Deutschen ausgeübt wird. Weil was in Frankreich passiert ist, die Spanier sind jetzt gezwungen, auf Teufel komm raus zu exportieren, ne, mit Dumpinglöhnen, die sie jetzt irgendwie durchgesetzt haben. Also man kann, also was kollektivvertragliche Regelungen in Spanien, die sind gleichsam, haben sich in Luft aufgelöst, führt dazu, dass quasi die Löhne sinken und dass die spanischen Exporte ja wohin? Die verdrängen die französischen. So einfach ist es in einer Wettbewerbsunion, die wir darstellen. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation in Frankreich, die wirklich nur noch quasi eine Abwärtsspirale darstellt, weil die Spanier gezwungen sind unter diesen Bedingungen, die haben eine Industrie im Vergleich zu Griechenland und benutzen dann ihre Dumpinglöhne, um Frankreich aus französische Arbeitnehmer auszukonkurrieren. Das ist das Prinzip, wenn man das auf diese Schiene setzt. Also, Zwischenresümee. Die Ungleichheit ist mit dem Wachstum größer geworden, doch in der Krise schwindet diese Ungleichheit zwischen europäischen Ländern nicht. Die europäische Integration ist wesentlich eine negative Integration, also Abbau von allen möglichen Hemmnissen, die der Wettbewerbsfähigkeit entgegenstehen und nur sehr wenige Elemente positiver Integration. Positiv heißt, dass Neues hinzugedacht wird, was Integration stiften soll. Und die Währungsunion war das eine zentrale Element, die sehen wir im Augenblick schwerstens gefährdet. Und das andere ist, dass wir einen großen Set von neuen Institutionen geschaffen haben, die mehr oder weniger schlecht, aber meistens eher unzureichend funktionieren, sodass Europa derzeit auf dem Weg ist, seinen letzten sozialen Zusammenhalt zu verlieren. Mit dieser sich vergrößernden sozialen Kluft wachsen aber auch die sozialen Spannungen, bekommen fundamentalistische Rechtsextreme und gegen eben dieses europäische Projekt gerichtete Parteien einen enormen Aufwind. Und jeder weiß, warum das so der Fall ist, weil man mit gutem Grund sagen kann, vieles von dem, was da auf der nationalen Ebene als Verschlechterung empfunden wird, ist in der Tat eine Folge dieses falsch gestrickten europäischen Integrationsprozesses. Und ich will auch das ist hier mein fünfter Punkt, zumindest andeuten. Wenn ich jungen Menschen Anerkennung und eine Perspektive verweigere, dann werden auch noch die aufwendigsten Sicherheitskonzepte, ne, die dazu führen, also jetzt bitte schön alle zu kontrollieren, die sich dem IS anschließen oder da wiederkommen. Nichts daran ändern, dass das eine Alternative darstellt, weil es ist die Folge einer gespaltenen Gesellschaft, wo sich viele einfach nicht mehr aufgehoben fühlen. Deswegen denke ich, für die Zukunft Europas ist eine gemeinsame Sozialpolitik unerlässlich. Und das heißt letztlich auch, wir brauchen Instrumente, die einen Ausgleich schaffen in der Europäischen Union. Freilich bräuchten wir das auch für die Länder zwischen Europa und für unser Verhältnis zum Rest der Welt. Aber lassen Sie mich auf der Ebene des Europäischen Hauses bleiben. Das Bild drückt aus, wir leben längst in einem geteilten Haus Europas, also nicht mehr in einem gemeinsamen. Da gibt es noch die Österreicher und die Deutschen, die haben da irgendwie ganz hübsche Haushälften. Daneben sieht es schon ein bisschen marode aus. Da hier auf dieser Seite, da bleibt gar nichts mehr anderes übrig für die jungen Leute, als dieses Haus zu verlassen und ihr Glück irgendwo anders zu versuchen. Das heißt, diese Teilung ist eine Zeitbombe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich muss ja zum Ende kommen. Ich hatte hier noch was über Griechenland vorbereitet. Wenn Sie es wollen, kann ich das jetzt weglassen. Ich würde Ihnen trotzdem empfehlen, eine Studie zu lesen, oder ich kann die auch gerne, deswegen habe ich ja diesen Titel angegeben. Die wurde finanziert vom IMK, das ist eine der deutschen Hans-Böckler-Stiftung, also der Stiftung der deutschen Gewerkschaften, ein nahestehendes Forschungsinstitut, das für
die Hans-Böckler-Stiftung Forschung betreibt. Und diese Studie ist eine sehr frische Studie. Wenn Sie ein paar Daten wollen, dann müssen Sie da mal reinschauen. Diese Daten sind über alle Maßen schockierend. Und da ich jetzt mit der Zeit knapp bin, überspringe ich das jetzt. Aber ich gebe Ihnen gerne diese Quelle. Da können Sie dann ein paar von diesen wirklich über alle Maßen schockierenden Daten nachlesen. Trotz dieser dramatischen Entwicklung der sozialen Lage in Griechenland. Die Konstellation, die wir jetzt heute im Juni 2015 haben, lautet, die griechische Regierung hat ihren Wählern einiges versprochen. Das meiste davon hat sie nicht einhalten können. Was sie eingehalten hat, und das ist lächerlich, ist ein kleines Programm in der Höhe von 200 Millionen Euro, 200 Millionen ist wirklich Peanuts, also angesichts des, worum es da geht, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Da geht es auch wirklich um Notversorgung für die Ärmsten der Armen. Das wird von diesen Institutionen, also EZB, Europäische Kommission und IMF, Internationaler Währungsfonds, moniert als Grund dafür, weshalb die lange zugesagte neue Tranche, die nötig wird, am Ende dieses Monats, nämlich in der Höhe von 7 Milliarden Euro, nicht ausgezahlt werden kann. Das Argument lautet, die Griechen hätten eigenwillig Maßnahmen ergriffen, die Kostenauswirkungen haben, zum Beispiel diese 200 Millionen, also Nothilfe mehr oder weniger für die Ärmsten. Sie hätten damit also Vereinbarungen, nämlich dass man auf keinen Fall die bereits beschlossenen Maßnahmen, nämlich von der vorherigen Regierung zugesagten Maßnahmen, rückgängig macht, dass man das auf keinen Fall machen dürfe. Sie würden Haushaltsziele verletzen und so weiter. Das ist letztlich das, was gegenwärtig Stand der Dinge ist. Die Troika beharrt darauf, entweder ihr erfüllt alle Kriterien, die eure Vorgängerregierung irgendwie uns zugesagt hat, oder aber ihr geht pleite. Und wir werden, vielleicht können wir das dann in der Debatte machen, vielleicht darüber diskutieren, was eigentlich die Alternativen sind. Entweder geht, also während am Ende dieses Monats ist die griechische Regierung nicht mehr in der Lage, Gehälter auszuzahlen, muss einen quasi einen Staatsbankrott anmelden, dann werden ganz sicher viele der Schulden nicht zurückgezahlt werden können. Das heißt, es geht ein ungeordneter Bankrott, was bedeutet, in Griechenland wird die Inflation explodieren, es wird eine Parallelwährung gehen, also es wird in jeder Weise höllisch werden, aber es ist auch in keiner Weise eine Lösung für die Schuldnerstaaten, weil dann wird das, was gegenwärtig ja nur also auf dem Papier steht, nämlich dann werden in der Tat die Verluste realisiert werden müssen. Und das heißt natürlich, dass alle Steuerzahler, die bislang immer nur glaubten, sie würden schon zahlen für Griechenland, dann wirklich zur Kasse gebeten werden. Die Alternative ist das, was die griechische Regierung fordert, nämlich eine Schuldenrestrukturierung, eine Streckung, vor allen Dingen also an Schulden, also neue Kredite aus diesem Rettungsschirm, weil da die Zinsen niedriger sind, als wenn sie direkt zur EZB gehen muss, und eine Streckung auf, Sie haben die Idee, das über 100 Jahre zu machen, ist vielleicht ein bisschen arg übertrieben, aber zumindestens die Deutschen haben auch Jahrzehnte an ihren Schulden abgeschaltet. Die Deutschen haben viermal so etwas wie eine Schuldenstreckung gekriegt, die letzte halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Was klar ist, es geht eigentlich darum, deutlich zu machen, so etwas wie das, was Syriza will, nämlich quasi neu verhandeln und zu sagen, es gibt eine Priorität, die lautet, das, was unsere Wähler wollen, haben wir zu machen als Regierung und nicht das, was die Institutionen wollen. Und ich will hier nochmal auf Martin Schulz, seines Zeichens EU-Parlamentspräsident mit sozialdemokratischem Parteibuch. Er hat in einer wirklich unverschämten Weise irgendwie in deutschen Talkshows gesagt, ihm würde es reichen, er habe jetzt die Faxen satt, die Griechen sollten sich endlich mal zusammenreißen. Also es war wirklich eine Sprache, die inzwischen Einzug gehalten hat. Also Sie müssen gefälligst sehen, dass also die Geldvermögensbesitzer, nämlich auch die deutschen Kleinanleger, dass die halt auch ihre Rechte haben und bitteschön also quasi also ihre Zinsansprüche realisiert bekommen wollen. Und das haben sie gefälligst gegenüber ihren Wählern klarzustellen, dass das Priorität habe. Und damit sind wir in einer Situation angelangt, wo es in der Tat darum geht,
Gibt es überhaupt so etwas noch wie Voten von Wählern? Und wenn es die nicht mehr gibt und wenn Syriza scheitert oder wenn Podemos verhindert wird, weil das drohende Minitekelern lautet, also wenn ihr in Spanien so wählt wie die Griechen, dann werdet ihr mit denselben, auf dieselben eisernen Deutschen treffen, dann heißt es letztlich in der Tat, rechte Parteien werden einen enormen Aufwind erlangen, weil sie haben damit dann Recht zu sagen, bitteschön, von der EU können wir nichts mehr erwarten. Aber ich will das auch nochmal deutlich machen, wir können in der Debatte vielleicht reden über Instrumente. Die Alternative, die da lautet, Auflösung der Währungsunion, wofür die rechten Parteien vor allen Dingen stehen, und wir konzentrieren uns irgendwie auf den harten kleinen Kern, das ist dann Österreich und Deutschland und vielleicht nehmen wir noch die Niederländer mit und die Dänen und Setzed, heißt dann aber natürlich, die anderen werden in eine Währungskonkurrenz gedrängt. Also die Griechen bleibt gar nichts anderes übrig, als also permanent Abwertungsspiralen zu machen. Und das heißt dann mit anderen Worten, wenn wir ein System haben von nationalen Währungen, die gegeneinander konkurrieren, heißt es eine Zunahme von Protektionismus. Und bitteschön, unter diesen Bedingungen ist auch der Rest des europäischen Projektes nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ich kann nicht irgendwie also gegeneinander konkurrierende Währungen haben und ansonsten irgendwie aber einen gleichen juristischen Kodex für alles Mögliche. Die Alternative heißt ein qualitativer Sprung. Und dieser qualitative Sprung heißt gegenseitige Haftung für öffentliche Schulden, Industriepolitik auf Gemeinschaftsebene, Investitionen in, ja, in grüne Infrastrukturen, in eine grüne Ökonomie, um einen Zerfall des EU-Projektes zu verhindern. Ich habe hier noch, und ich lasse das jetzt vielleicht mal stehen, ein paar Handlungsfelder, um die man letztlich streiten müsste. Was gemacht werden kann und gemacht werden müsste, wenn Europa anders gehen soll, als so, wie es jetzt geht. Jetzt geht es auf den Zerfall zu. Das ist eine Frage von Zeit. Wenn man das nicht will, heißt es ganz sicher, dass die Schuldenlast der privaten und der öffentlichen Haushalte gesenkt werden muss. Und das kann nur über einen Gläubigerverzicht gehen. Schulden sind die eine Sache und Geldvermögen das andere. Ich kann die Schulden nicht reduzieren, wenn ich nicht auch die Forderung reduziere. Und deswegen heißt es Verzicht auf Forderungen auf Seiten der Gläubiger. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das wird erzwungen oder aber es wird gestaltet. Und das sind die einzigen beiden Alternativen, die es gibt. Natürlich gehört dazu auch, dass die EZB die Staaten direkt finanzieren muss und nicht nur die Banken finanziert. Und da bin ich etwas froh, dass der EuGH jetzt gegen das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, so sagt, also die Politik der EZB ist durchaus legitim. Sie kann sehr wohl die Schulden aufkaufen, wenn es dem Zwecke dient. Aber das ist nicht das letzte Urteil. Das Bundesverfassungsgericht wird dagegen vorgehen. Und das heißt letztlich eine Fiskalunion, aber eine Fiskalunion, die nach anderen Regeln funktionieren sollte als die jetzige. Es gehören viele, viele andere Politikfelder dazu. Ich will nur mal darauf aufmerksam machen, natürlich müssen die Banken und andere wichtige Unternehmen in eine öffentliche Kontrolle gebracht werden. Ich kann die nicht retten, wie die Alpen Adria, und sie ansonsten weitermachen lassen. Der Punkt mit diesem Grexit, also dem Kollabieren Griechenlands, ist doch, es geht da nicht nur um die Summen, die jetzt grassieren, also die enorm sind, was es bedeutet, wenn da irgendwie Forderungen abgeschrieben werden müssen. Der entscheidende Punkt ist, niemand hat eine Ahnung, wie diese diversen Banken jetzt wo, welche innovativen Produkte mit ihren Titeln gestaltet haben. Ob das, was bei Lehman Brothers erfolgt ist, also quasi diese Auswirkung auf die gesamte Weltwirtschaft, ob das nun das ist ja immer da, diese Spielchen, die gemacht werden, das können wir jetzt alles auf Griechenland beschränken, das wird ansonsten überhaupt keine Auswirkung haben. Vernünftige Menschen sagen, das ist schlicht einfach Unsinn, weil kein Mensch richtig weiß, wer welche Anlagen mit diesen Geldern getätigt hat und deswegen ein Kollabieren des gesamten Systems sehr wohl möglich ist. All die anderen Dinge, die ich hier auch noch aufgeführt habe, das sind eigentlich Politiken, die stehen ohnehin an. Die sind aber nicht möglich, wenn das gemacht wird, was jetzt am Beispiel Griechenland durchexerziert wird, nämlich gesetzt den Fall, es gäbe da eine Regierung, die sagt, ja, eine Demokratisierung der Wirtschaft und Ausweitung von Arbeitnehmerrechten oder Rekommunalisierung im öffentlichen Sektor, das wäre jetzt in der Tat angesagt, das ist in Spanien ein Thema, das kann ich nur machen, wenn ich insgesamt das quasi als
ja, die Kernelemente eines europäischen Projektes definiere. Und deswegen meine letzte These, es geht eigentlich nicht, weil immer die Frage ist, kann man die Europäische Union überhaupt reformieren oder nicht? Mein Punkt ist, es geht nicht um Reformierbarkeit oder nicht, sondern es geht darum, ob es möglich ist, die Machtstrukturen in den Gesellschaften zu ändern oder nicht. Und dazu muss dann auch in der Tat eine Stimme laut werden. Und wenn die Stimme leider nicht in den Ländern laut wird, die am ehesten was zu sagen haben, und dazu gehört vor allen Dingen Deutschland, aber es gehört auch Österreich dazu, dann wird sich an diesen Machtstrukturen, glaube ich, nicht so furchtbar viel ändern. Entschuldigung, wenn ich doch wieder überzogen habe, was ich immer tue. Danke. Nicht so lange sitzen. Danke für den sehr spannenden Vortrag. Ich selber studiere jetzt nicht irgendwie Volkswirtschaftslehre oder Ökonomie, habe mich aber relativ viel auch mit Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt. Und insofern also hat mir das Ganze sehr viele, also spannende Erkenntnisse einerseits gebracht, aber auch sehr viele Fragen aufgeworfen. Eben beispielsweise haben Sie gemeint, es ist einfach schon sehr viel Kapital vorhanden. Ja, es ist die Frage, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, sozusagen Rendite zu bekommen. Und die Frage, die sich bei mir da aufgetan hat, ist, was passiert jetzt damit? Also wir haben jetzt eine Riesenmenge an Kapital. Eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gelesen, eigentlich eine 30-fache Menge als Waren es überhaupt gäbe. Also es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, man müsste jetzt, 30 Mal die Welt kaufen, das geht ja gar nicht. Es ist schon so abstrakt, diese ganze Geschichte, die wirklich schreckliche Geschichte des Kapitalismus. Also was passiert da? Und mit diesem Recht sozusagen im Kapitalismus auf Eigentum steht ja auch irgendwo eine Macht dabei. Ja? Also wenn jetzt ein Großkonzern sagt, ich habe jetzt ein Viertel der Welt, das heißt, ich fordere das ein, ich fordere ein, dass dafür auch Staaten ihr Militär losschicken etc., das sind alles sozusagen Dinge, die für mich da in Verbindung stehen. Was jetzt die politische Dimension angeht, ist mir zum Beispiel eingefallen, die Frage, verstehen das überhaupt die Leute? Also ist eigentlich ein Martin Schulz in der Lage, hat der Kapitalismus verstanden? Hat er sich damit auseinandergesetzt? Sind die handelnden Akteure, Akteurinnen überhaupt dazu fähig, das zu durchblicken? Ich frage mich eben vor allem im Hinblick darauf, das sind irgendwie traditionell linke Parteien oder haben doch irgendwo intern vielleicht einen Wissensaufbau gemacht oder haben sie das nicht gemacht? Also die Frage ist, haben sie überhaupt das verstanden, was sie da auch sagen und was sie da tun? Für mich ein großes Problem in der ganzen Geschichte ist vor allem, dass sehr viel nur verkürzt dargestellt wird. Also dass, es ist eine Medienschlacht, auch was Griechenland angeht. Das heißt, es ist, also Mainstream-Medien gehen zu den Personen, die gerade politisch handeln und glauben denen ihre Botschaften. Ich glaube, das ist einfach ein großes Problem. Und die Frage ist, was kann eigentlich unser Eins dann machen? Also eine Person, die jetzt vielleicht glaubt, es verstanden zu haben, was das Problem ist mit dem Kapitalismus, was kann man da machen? Oder auch die Frage, wie wird dann eigentlich reagiert? Was würde Martin Schulz zum Beispiel dazu sagen, wenn man ihm sagt, Sie sind ein neoliberaler Gläubiger dieses ganzen, also ein Fanatiker dieser Richtung? Haben Sie das nicht verstanden? Wahrscheinlich wird man dann als Spinner abgetan, aber es ist die Frage, was ist jetzt auch, was ist eine Perspektive, wo kann man da hingehen? Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, auch war die, was mich ein bisschen verwundert hat, das war die Frage der Investition, also was sind jetzt Perspektiven sozusagen, was soll man jetzt anbieten? Investition in grüne Ökonomie, da stehen bei mir sehr viele Fragezeichen, weil für mich einfach klar ist, das Problem ist Kapitalismus, also das Problem ist Eigentum, die Durchsetzung von Eigentum etc. Und
Vielleicht noch zum Anfang, was die Eva mal ganz am Anfang gesagt hat, die Aussage von der Künstlerin, dieser Pyramide, also dass Menschen zuerst essen, atmen, Sex brauchen, um dann sozusagen die nächste Stufe wäre dann Arbeit und die darüber stehende Stufe wäre Politik. Ich glaube, da hat die Künstlerin was falsch verstanden, aber auf jeden Fall, für mich steht da auch in Hinsicht auf Griechenland so die ganz wichtige Frage, Menschen brauchen mal überhaupt, also müssen mal überleben, um sich organisieren zu können, um dann überhaupt politische Arbeit machen zu können. Und ich habe das wirklich arg gefunden, was in Griechenland passiert ist, einfach, dass Menschen in Depressionen gekommen sind, verzweifelt wurden, die Suizidrate ist gewaltig gestiegen und was da für Schicksale passieren und dass das, glaube ich, vielleicht einfach immer erwähnt werden sollte, weil es einfach Leute dorthin bringt, zuzuhören. Was eben das Leid ist, das der Kapitalismus hier verursacht und um gegenzusteuern. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich habe wirklich ganz viele Fragen da aufgeschrieben. Ich glaube, die Hälfte habe ich nicht jetzt gebracht, aber ich freue mich einfach auf eine spannende Diskussion jetzt. Soll ich jetzt gleich darauf oder? Na okay, dann antworte ich erstmal gleich darauf. Achso, jetzt muss ich das Gerät hier wieder rannehmen. Mhm. Das Erste, geht es? Das mit der Kapitalakkumulation. Was passiert damit? Tja, wir haben zu viele Autos, zu viele T-Shirts, zu viele Computer, wir haben von allem zu viel. Man kann entweder... Das wird ja sehr erfolgreich versucht, dafür vieles an Werbekosten ausgeben, mit sehr viel Erfolg, damit alle möglichen eigentlich funktionierenden Gerätschaften schneller auf den Müll geworfen werden, damit neue Autos, T-Shirts, Computer und so weiter gekauft werden. Das stößt an Grenzen. Es stößt an Grenzen, weil wenn ich gleichzeitig die Löhne senke, das ist quasi die andere Seite. Also die Akkumulation von Kapital hat deswegen so enormen Umfang angenommen, weil dieser Druck auf die Löhne gleichzeitig erfolgt. Und wenn ich irgendwie den Druck auf die Löhne habe, dann kriege ich meine mehr oder weniger, meistens weniger sinnvollen Produkte auch weniger verkauft. So simpel ist das. Diese Überproduktion ist ein Element dieser Überakkumulation. Dafür gibt es eigentlich nur eine einzige Lösung. Das Kapital muss vernichtet werden. Und es gibt gar keinen anderen Ausweg. Nur ist das logischerweise etwas, wogegen sich alle Kapitalbesitzer mit allem ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Und sie können sich dabei auf eine rechtliche Absicherung des Eigentums in jeder, also egal, ob man das, was da auf den Finanzmärkten passiert, nur noch unter die traditionelle Kategorie des Eigentums irgendwie fassen möchte, weil da wären ja nicht unbedingt, wir stellen uns das ja irgendwie alles viel zu physisch vor, da geht es ja nicht unbedingt darum, dass da viele Akteure wirklich im Besitz von irgendwas ist, sondern ihr Reichtum besteht genau darum, also mit einem Klick, einem Computerklick, eine bestimmte Summe, oder sie machen es noch nicht mehr selber, sondern der Algorithmus macht das, das dreimal um die Welt zu schicken innerhalb von einer Viertelstunde und dann hat es sich vermehrt. Man kann sagen, das sind ja alles nur virtuelle Ansprüche. Virtuelle Ansprüche an andere, die Zinsen zahlen müssen, weil es geht eigentlich, es geht immer darum, dass die Zinsen gezahlt werden, ne? Und die erhöhen dann das Kapital. Und deswegen ist klar, es gibt für diese Schuldenkrise, in der wir uns befinden, ob in Europa oder in anderen Ländern der Welt, also weil das, was sich jetzt in einigen Ländern des globalen Südens, die bis vor kurzem irgendwie als die großen und boomenden Ökonomien dargestellt worden sind, also in Brasilien beispielsweise, da geht im Augenblick, also nach den, was ist jetzt eigentlich, Olympische Spiele ist jetzt angesagt, ne? Nach dem Football,
zu Ende ist. Danach wird das so den Bach runtergehen. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass diese Situation jetzt spezifisch ist für Europa und in den USA. Die USA befinden sich in einer großartigen Situation, nämlich dass sie nach wie vor das Weltgeld einfach drucken. Also ich meine, die können einfach Papier bedrucken und dann verschulden sich die anderen in diesem Papier. Und der Vertrauen darauf, dass die USA ihre Interessen auch weiterhin mit militärischen Mitteln durchsetzen werden, das ist die Stabilität des Vertrauens in den Dollar als Weltgeld. Ansonsten ist es auch nur ein Stückchen Papier, wie alles andere auch. Aber in diesem Sinne ist das eine Nation, die kann sich immer noch in ihrem eigenen Papier verschulden und die anderen kaufen diese Schuldtitel. Das wird aber für viele andere nicht mehr gelten. Und dann ist genau der Punkt, ja, wir können dieses absurde Ungleichgewicht zwischen Schuldnern und Gläubigern in einem einzelnen Land in der Europäischen Union oder aber zwischen Nationen oder zwischen verschiedenen privaten Akteuren, das lässt sich nur beseitigen, indem die Ansprüche der Kapitalbesitzer zurechtgestutzt werden. Aber das ist gleichsam identisch, also mit dem, was eigentlich nicht erlaubt ist. Das würde man dann irgendwie als einen revolutionären Akt vermutlich betrachten und in jeder Hinsicht versuchen zu vermeiden. Und darum geht es eigentlich gegenwärtig. Das heißt, es wird permanent verzweifelt nach irgendeiner Form gesucht, wie also noch Renditen zu realisieren sind. Und in diesem Sinn ist dieses griechische Experiment durchaus, also das verspricht sowas wie eine Lösung zu sein für einige. Also wenn das zum Beispiel durchgesetzt würde, was da an Privatisierung, ich meine, es ist schon ganz viel privatisiert worden in Griechenland, aber wenn es weiter so geht, also wenn die Troika sich durchsetzt, dann kann man sagen, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also seit 1990 in Europa eine solche Möglichkeit von privater Bereicherung bestünde. Also da werden einige wiederum ganz, ganz viel dabei gewinnen können. Ne? Die Elektrizitätsversorgung, die Häfen, die Wasser, Eisenbahn und so weiter, da kann man erstmal weiteres Geld machen. Das Problem ist, man muss immer wieder neue Schuldner finden. Ne? Und ich meine, solange dieses Spiel funktioniert, also dieses Schuldnerfinden funktioniert, solange kann dieses Spiel auch weitergehen. Solange bis da nicht jemand sagt, ich bediene die Schulden nicht mehr, und dann gibt es in der Tat einen große Entwertung von Kapital. Und das ist dann, also die Krise, die ist dann nicht nur angenehm. Ne? Das ist, also das braucht man sich nicht vor Augen führen, dass das nur eine angenehme Konstellation ist. Es gibt viele Gründe im Hinblick, also etwas, was ich jetzt gar nicht angesprochen habe, weshalb man ohnehin wahrscheinlich so etwas ins Auge fassen muss. Also wenn wir zum Beispiel eine wirkliche Energiewende, also nicht Zubau von erneuerbarer Energie, sondern gleichzeitig Entwertung der in fossiler Energie angelegten Kapitale wollen, dann heißt es letztlich, dann läuft das letztlich unter dem Stichwort Enteignung. Ich muss letztlich andere enteignen, damit ich irgendwie die Investitionen zum Beispiel in erneuerbare Energie bekomme. Das heißt, ich muss Disinvestment, es gibt in den USA eine große Bewegung von Seiten von Universitäten, von Pensionsfonds und so weiter, die genau dieses Disinvestment, also rausgehen aus braunen Technologien, damit überhaupt was anderes möglich wird. Aber das letztlich, das stößt sehr, sehr schnell an Systemgrenzen. Also mit anderen Worten, das ist im Kapitalismus nicht machbar. Und dann ist die Frage, findet diese Transformation auf mehr oder weniger friedliche Weise oder auf gewaltsame Weise statt? Aber das verbindet mich dann gleich mit Ihrer zweiten Frage. Hat der Martin Schulz nicht verstanden, was Kapitalismus ist? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, das Entsetzen, irgendetwas anderes sich vorzustellen als das, was wir haben. Obwohl, ich meine, dieses System, das wir haben, das ist ja schließlich nicht uralt. Ich meine, 250 Jahre, egal, also wenn ich den Handelskapitalismus, der unter sehr anderen sozialen Bedingungen ja noch funktionierte, wenn ich den mit einrechne, dann habe ich ein paar Jahrhunderte mehr, aber den Industriekapitalismus, also als Produktionssystem, den habe ich seit 250 Jahren. Trotzdem
fehlt es Menschen heutzutage an Fantasie, dass danach noch was anderes kommen könnte. Keine Ahnung was. Aber dass das quasi das Ende der Geschichte ist und es danach nicht weitergeht, das ist wahrscheinlich nicht nur etwas, was Sozialdemokraten auszeichnet, sondern also die Mehrheit der Bevölkerung, die irgendwie sich nicht traut, etwas anderes zu denken, weil alles ja mit Konflikt, mit enormem Konflikt verbunden ist. Und wer will schon diese Konflikte eingehen? Ihr dritter Punkt fragt danach, also ja, die Medien. Ich meine, ich komme aus Deutschland, da kann ich schon seit, ich kann einfach gar nicht mehr das Fernsehen anstellen. Ich meine, es ist egal, wann ich dann mal das Fernsehen anstelle und wenn ich mal länger als die Nachrichten mir angucke, dann lande ich sofort in einer Talkshow, wo immer dieselben Personen immer dasselbe sagen. Und das geht jetzt seit 5 Jahren so. Und in diesem Sinne ist das wirklich also Brainwashing, also Gehirnwäsche in einer Reihenform, wo ich mir gedacht habe, naja gut, also ich meine, wenn ich im mittleren Westen in den USA lebe und dann irgendwie meine Nachrichten nur über bestimmte private Radiosender kriege, dann ist das, dann habe ich keine Alternative. Aber ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass die deutschen Medien in so einer Weise gleichsam gleichgeschaltet sein könnten. Und dagegen anzukommen, ist wirklich ganz, ganz schwierig. Das war der Grund, weshalb wir irgendwann mal mit diesem Faktencheck da begonnen haben, obwohl es klar ist, das landet natürlich nur in Kreisen, also wo die Menschen im Prinzip aufgeschlossen sind, solche Argumente überhaupt wahrzunehmen. Es landet natürlich nicht da, wo man sich's wünschen würde. Aber man kann eigentlich nichts anderes tun, als das, was man wissen kann, zu verbreiten. Und ich glaube, da gibt es schon inzwischen ein paar mehr Menschen, die da irgendwie sensibilisiert für sind. Mein Hinweis auf die grüne Ökonomie, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist keine Alternative zum Kapitalismus. Trotzdem, denke ich, hat der Varoufakis, also der griechische Finanzminister, nicht ganz unrecht. Er sagt, also ich würde ja auch ganz gerne den Kapitalismus abschaffen, aber für Griechenland muss ich ihn erstmal retten, damit wir überhaupt noch irgendetwas, also das verbindet sich dann mit Ihrem letzten Argument, damit wir überhaupt noch irgendwas auf die Beine stellen können. Also meine griechischen, also die Kollegen, die ich kenne, die haben mir gesagt, im Hinblick auf die Wahlen, es ist ziemlich egal, also damals, als er gewählt wurde, es ist ziemlich egal, ob diese griechische Regierung irgendwie überleben wird oder nicht. Für uns war es einfach ein Moment von Würde, endlich einmal Nein zu sagen. Also obwohl unsere Chancen, die wir uns ausrechnen, also mit diesem Nein durchzukommen, eigentlich ziemlich gering sind. Und so ist auch die Situation nach wie vor. Sie sind eigentlich nicht besonders optimistisch, weil die griechische Regierung viele, viele ihrer Versprechungen, die sie gemacht haben in den Wahlen, nicht einhalten können. Und das ist genau die Konstellation, auf die alle anderen, Martin Schulz und ähnliche Leute, setzen. Die werden von ihren eigenen Wählern verlassen, weil die Leute so frustriert sind, dass sie sehen, also auch die schaffen es nicht, quasi Nein zu sagen. Und in dem Sinne würde das dann bedeuten, man muss es halt transportieren, dass das, was da versucht wird, quasi für uns alle so etwas wie die Rettung des demokratischen Gedanken, nämlich dass irgendwie das Wahlvolk irgendwie seine Meinung äußern können muss und dass es dann irgendeinen Weg geben muss, dass man das halt auch in irgendeiner Form auch berücksichtigt. Und ich glaube, das hat jetzt alles nicht so furchtbar viel mit Kapitalismuskritik zu tun. Und für Griechenland würde ich sagen, ja, da gibt es schon die Notwendigkeit, ein grünes Programm zu machen. Also Griechenland ist eines der wenigen Länder, nicht der wenigen Länder, es gibt so viel für Ölimporte aus wie kaum ein anderes Land. Also eine grüne, also eine Ergrünung der grünen Ökonomie wird wahrscheinlich in Griechenland zum Beispiel nicht heißen Windräder oder irgendwas Solarenergie. Das ist viel zu teuer. Es wird wahrscheinlich eine Art von Zwischenlösung. Die brauchen zum Beispiel mehr Gas. Das ist nicht unbedingt das ist keine grüne Energie, aber es bräuchten sie als Brückentechnologie, um von dem Öl wegzukommen. Also in diesem Sinne, die Frage ist nur, gibt es noch die Zeit für Reformen, also wo man dann zum Beispiel solche Projekte diskutieren, entwickeln kann, oder ist diese Zeit eigentlich schon vorbei? Ne? Und wo werden diese Zeiträume überhaupt noch gegeben oder können sie noch genutzt werden? Und dafür, glaube ich, geht es dann schon um die Solidarität der anderen Europäer, also solche Zeitfenster zu retten, damit wenigstens etwas versucht wird. Die ersten drei, vielleicht zunächst Cengiz hier vorne und dann die grünen Jutta, dann auch die nächste Runde. Eine eher sehr konkrete Frage und eine eher abstraktere, sozusagen systemtheoretisch vielleicht auch schwierigere.
Das erste, inwiefern sind Privatisierungen, gerade in den letzten 20 Jahren von Staatsbetrieben, und das sind nicht nur Privatisierungen im Sinne von Verkäufen von Staatseinrichtungen, sondern von Staatsbetrieben, sondern auch funktionale Privatisierungen im Sinne von Ausgliederungen, wie wir es auch in Graz erlebt haben, jetzt im Bereich der öffentlichen Vorsorge, Daseinsvorsorge. Wie stark sind die auch Einflussfaktoren auf Krise gewesen und sind sie noch, beziehungsweise vor allem Staatsverschuldung selber? Dann die andere Frage, ich glaube, dass die Beschäftigung mit den Finanzmärkten schon ein wichtiger Aspekt ist, um Krise auch zu verstehen, um die aktuelle Krise zu verstehen. Missachtet aber, dass es gerade auch die massive Entwicklung der Finanzmärkte selbst ein Resultat von Krisen der fordistischen Gesellschaft auch waren und oft auch dabei vernachlässigt wird, dass es nach wie vor sehr konkret um die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit geht in klassischen Produktionsbereichen und daneben Bank- und Dienstleistungssektor natürlich, aber vor allem auch, so sehr dieser Bereich zurückgegangen ist in Europa, der Industrie etc. Und natürlich da die Schwierigkeit auch ist, dass sich das global einfach auch geografisch verlagert hat und dabei außer Acht gelassen wird, dass wir noch immer im Industriezeitalter leben und dass das nicht irgendwie alles durch automatische Technik sich verändert hat, sondern dass es sehr wohl auch geografische Räume gibt, in denen nicht das größte Ausmaß von Technologie, also die modernste Technologie für Produktivität spricht, sondern umgekehrt, dass oft weniger Technologie oft produktiver ist, weil die Arbeitsabilität ist. Und, da würde ich schon auch nochmal sozusagen dann hineinbohren und davor warnen, dass die Finanzmärkte alles alleine beherrschen. Sondern dass das eine Verkettung ist. Ja, ich wollte nur mal sagen, also die Analysen und so, was sie gebraucht haben und so, aus drei, so würde ich sagen, Attackniveau oder was. Aber mich stört es dann immer so ein bisschen, wenn es Analyse und Lösungen oder der positive Bezug auf etwas so auseinanderfallen. Also sind wir sich relativ stark positiv aufs europäische Sozialmodell bezogen und so. Es ist ungefähr so das gleiche Problem, das man mit den Linken hat, die sich irgendwie positiv auf den fordistischen Sozialstaat der 50er, 60er Jahre oder was, das goldene Zeitalter beziehen. Aber gleichzeitig haben sie auch gesagt, dass die Situation, in der wir momentan stecken, was sehr dramatisch ist. Und ich sage halt immer, wenn die Situation so dramatisch ist oder so radikal im Umbruch ist, dann müssen auch die Vorschläge zur Veränderung ähnlich radikal sein. Und das ist halt auch so, wenn man Top-Down-Vorschläge bringt, also was jetzt so von oben, natürlich müssen die Vermögen gecuttet werden, beziehungsweise die Schulden und so weiter, das ist eh klar, aber es braucht halt dann die sozialen Bewegungen von unten, die sich genau für das einsetzen. Darüber sollte man reden, weil das ist genau in Deutschland, Österreich sehr prekär. Und diese sozialen Bewegungen, die können aber dann gerade in seinen Umbruchzeiten wesentlich weitergehen. Also, oder das wäre auch so die Hoffnung, dass man jetzt aus dieser Krise heraus ja nicht irgendwie sowas wie einen zweiten europäischen Frühling, also im Sinne von neuen Sozialstaat oder so, also etwas Vergangenes wiederbeleben oder so, sondern dass man es eher in Richtung, ja, vorsichtig ausgedrückt, Überwindung der ganzen kapitalistischen Scheiße bewegt. Und für mich stellt sich für die Linken irgendwie so ein bisschen ein Dilemma dar, ja. Sie haben sehr, sehr
klar gesagt, Europa, der Zerfall Europas würde nichts Gutes bedeuten, würde den Rechten irgendwie oder den Rechtsextremen, den Faschisten in die Arme spielen. Das denke ich auch. Ja. Allerdings ist das Problem, dass jetzt gerade, wo sich so in einer Situation, wo sich die Europäische Union wie nie als ein rassistisches Konstrukt, als eine Union der Banken und Konzerne und der Reichen und Vermögen darstellt, die auf einmal nicht mehr Nein zu ihr sagen dürfen, weil das ja die Rechten tun. Und das ist verpönt. Also ohne jetzt zu sagen, dass die EU nicht auch eine Handlungsebene ist, ja, und ich will jetzt nicht sagen, austritt und dann ist alles besser. Aber das ist genau dieses Dilemma, in dem wir stecken, wenn die Rechten sagen, wir müssen raus aus der Scheiße. Die Linken versagen in dieser Situation, wo scheinbar auch nur kleinste Reformen nicht möglich sind, ja, dann steckt man in dieser Schwierigkeit, den Leuten vermitteln zu können, was jetzt unsere Lösung ist. Weil ein solidarisches Europa erscheint dann ungefähr so realistisch wie eine Welt mit Nationalstaaten, wo es keinen Rassismus und keine Ausgrenzung mehr gibt, abgesehen davon, dass die EU, wie gesagt, selbst ein rassistisches Konstrukt und ausgrenzendes Konstrukt ist. Ich möchte noch etwas anmerken, das kann man jetzt auch sehr, sehr ausufern werden in der Diskussion. Es gibt morgen Nachmittag um 14 Uhr im Grünen Haus noch einen offenen Workshop mit der Frau Mankow. Also für alle tiefergehenden Debatten und Diskussionen, die jetzt den Rahmen sprengen würden, bitte dann morgen Nachmittag wirklich kommen. Es gibt noch freie Plätze, Bescheid geben. Und da steht dann der ganze Nachmittag für Debatten zur Verfügung. Deshalb jetzt nochmal die Bitte kurz fassen, weil die Zeit ist relativ fortgeschritten. Ja, ich werde es kürzer versuchen. Ich will nichts mehr. Der Titel heißt Europa, aber wie? Und ich habe auf den Folien gesehen, das war eine Marke nur sehr kurz leider sichtbar. Sie treten, Marke von der Folie war nur sehr kurz sichtbar, Sie treten ja für eine gemeinsame Sozialunion ein. Da würde mich ein bisschen interessieren, wie Sie das einschätzen, warum da so im Zuge der Verfassungsdiskussion, die jetzt ja leider völlig beendet ist, eigentlich von den Gewerkschaften so ein Widerstand war, wie ich erfahren habe damals. Das Zweite, was mir ein bisschen abgegangen ist, war vielleicht war es auf eine von den Folien, die so schnell übersprungen wurden, war eigentlich die Frage, ob Sie auch für eine gemeinsame Steuerpolitik eintreten wollen. Sie haben es ein bisschen anklingen lassen, der Steuerwettbewerb wäre schädlich, also mir kommt das auch so vor. Ich würde auch für eine gemeinsame Fiskalpolitik und einen gemeinsamen Finanzausgleich plädieren. Und vielleicht etwas Aktuelles noch, ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland wahrgenommen haben, unser Außenminister hat vor kurzem gemeint, naja, also die Arbeitnehmer, Niederlassungsfreiheit, die wäre nicht so gemeint, dass man sich das beste Sozialsystem aussuchen könnte. Ich würde meinen, ja, eigentlich schon, ne? Weil das würde die Staaten ein bisschen dazu drängen, auch einen Wettbewerb um die Menschen, die sich in Europa wo niederlassen wollen, auch stattfinden zu lassen. Und die Sozialsysteme aber nicht nach unten und vielleicht nach oben navigieren zu lassen. So, das letzte war jetzt eigentlich keine Frage, sondern ein Statement, aber vielen Dank. Danke. Das erste bezog sich auf Privatisierung von Staatsbetrieben. Ich glaube schon, dass das ein ganz wesentlicher, ja, ein wesentliches Element gewesen ist, insofern als das, was ja damit passiert, also egal, ob ich verkaufe oder ob ich das in Public-Private Partnership mache, also in diesen verschiedenen Modellen, das Versprechen dabei ist ja immer an diese klammen Kommunen. Ihr kriegt erst einmal Geld rein, ne, und dann kriegt ihr diese Dienstleistung irgendwie kostengünstiger. Wir stellen aber fest, überall, erstens, die Privaten greifen das Sahnehäubchen ab, und die Risiken bleiben am Ende trotzdem bei der öffentlichen Hand. Also das gilt für alle möglichen Privatisierungsprojekte. Ne? Und deswegen bleibt unterm Strich, also ob das also Privatisierung von Autobahnen ist oder Krankenhäuser oder was auch immer, es gibt eine Verpflichtung des Staates, bestimmte Leistungen auch für die Armen zu erbringen. Und die also schlechten Risiken, sagen wir es jetzt mal so, also die kein Geld bringen, die bleiben am Ende trotzdem bei der öffentlichen Hand hängen. Deswegen ist es ganz klar, wenn man das mal kalkulieren würde,
würde, dass das natürlich enorm dazu beigetragen hat, weil die Kommunen, was haben die gemacht? Die sind auf die Kapitalmärkte gegangen. Es gibt massenhaft Kommunen in Deutschland, also die sind jetzt sowas von verschuldet, also wirklich, also die müssen eigentlich Bankrott anmelden, weil die haben, also es ja so unheimlich einfach war, auf den Kapitalmärkten sich zu refinanzieren, um bestimmte Projekte zu finanzieren, haben sie es gemacht und sie haben jetzt quasi beides nicht mehr. Sie haben jetzt nicht mehr die kostengünstige Versorgung, die sie in irgendeiner Weise irgendwie steuern können, sondern sie müssen jetzt zum Teil also auf viele, viele Jahre hinweg da irgendwelche Summen abdrücken an irgendwelche Privaten, weil sie dann irgendwelchen Verträgen, die wir zum Teil gar nicht kennen, weil sie im Geheimen abgeschlossen worden sind, müssen sie die bezahlen für die Leistung und haben gleichzeitig diese also drückende Zinslast, die sie nicht loswerden. In diesem Sinne würde ich sagen, das hat ganz enorm dazu beigetragen, wobei das also monetär abzuschätzen ziemlich schwierig ist, weil nichts ist so im Geheimen abgegangen. Jedenfalls weiß ich das für Deutschland, also, das, also die Kenntnis von dem, was da letztlich also die öffentliche Hand verloren hat, bei diesen Privatisierungen oder Übergabe von Leistungen. Das zweite Argument war, ich würde irgendwie zu sehr auf die Finanzmärkte abheben und zu wenig auf, also quasi auf die Industrie. Nun, ich bin keine Volkswirtin, also um das noch einmal klarzustellen, und ich beschäftige mich auch nicht hauptberuflich mit Finanzmärkten, aber ich beschäftige mich zum Beispiel hauptberuflich mit der informellen Ökonomie. Und die informelle Ökonomie ist die dominante Ökonomie, nicht nur in den Ländern des Südens, sondern inzwischen auch bei uns. In diesem Sinne laufen Sie da offene Türen und Tore ein, aber man sollte es nicht also ignorieren. Am Ende, wenn Sie sich einmal anschauen, und also wir gucken dann immer auf diese globalen globalen Beschaffungsmärkte und verweisen dann also auf die Produktionsstätten Bangladesch, Pakistan und so weiter, wo unsere Produkte hergestellt werden, also das, was wir konsumieren, hergestellt wird. Aber letztlich gibt es dann natürlich trotzdem, weil wenn man dann also die Verantwortung in diesen Ketten aufmacht, dann steht am Ende oder am Anfang, je nachdem, wie man das, von wo man guckt, dann stehen dann auf der einen Seite die Konsumenten, das sind wir, ne, die billige Produkte haben wollen, und auf der anderen Seite stehen die Shareholder und damit die Finanzmarktakteure, die wiederum diese Unternehmen, die ihre Geschäfte finanzieren, von denen Rendite sehen wollen. Und wenn man halt eine Rendite erwartet, die weit über den Profitraten liegt, und das ist das Verhältnis zwischen Finanzmarkt und Realökonomie, wenn ich quasi die wichtigen Preise dieser Welt, und das sind die Zinsen und die Wechselkurse, wenn ich das diesem freien Spiel der Märkte überlasse, dann habe ich das Problem, dass quasi von der realen Ökonomie, also von den Unternehmen und vor allen Dingen, der Druck wird dann an die Beschäftigten weitergegeben, wie wir wissen, also quasi Profite erwirtschaftet werden sollen, die ungefähr in der Höhe dessen liegen, was ich auf Finanzmärkten irgendwie einnehmen kann. Und wenn der ehemalige Chef der Deutschen Bank sagte, er wolle irgendwie 25% haben, sagt er jetzt nicht mehr, hat irgendwie eingesehen, war ein bisschen überzogen. Aber zweistellige Renditen ist immer noch das, was man auf Finanzmärkten realisieren kann. Dann heißt das für reale Unternehmen, dass sie irgendwie Profite in dieser Höhe erwirtschaften müssen. Und wie macht man das? Indem ich natürlich den Druck auf die Löhne senke, und deswegen habe ich diese Konstellation. Das Perverse ist natürlich, wenn ich gucke, welche Industrien zum Beispiel noch in Deutschland geblieben sind, zum Beispiel die Automobilindustrie, dass ich inzwischen aufgrund dieses Druckes, ich habe da nicht mehr irgendeine großartige fordistische Blablabla, sondern ich habe in einem Unternehmen wie Daimler, habe ich inzwischen drei Sorten von Beschäftigten. Ich habe die Stammbeschäftigten, ich habe diejenigen, die als Werkvertragsnehmer da beschäftigt sind, und dann habe ich noch eine dritte Gruppe, die werden von irgendwelchen anderen Unternehmen als Selbstständige beschäftigt und dahin geschickt. Und dann habe ich dazwischen eine Lohnspanne in demselben Unternehmen am selben Fließband oder bei der Verpackung oder so, das geht irgendwie von 950 Euro für einen Vater mit vier Kindern bis hin zu den 3.000 Euro, die ein festangestellter Daimler-Arbeiter kriegt, plus
eine Sonderausschüttung eines Bonus zu Weihnachten, genau wie bei Porsche, von 7.000 oder 8.000 Euro, was dem Einkommen eines schwer arbeitenden Menschen in einer anderen Branche entspricht. Und wenn ich solche Konstellationen habe, dann habe ich quasi also diese Welt gleichsam in den wenigen Unternehmen, die wir hier noch haben, gleichsam nochmal im Kleinen, die ansonsten im Globalen auch noch existiert. Aber am Ende habe ich diesen Druck von den Finanzmärkten natürlich auch dort, weil ansonsten gibt es halt keine Anleger, die halt Daimler-Aktien halten. Ne? Also das ist genau der Punkt. Das Dritte war, was war das? Ach, das war alles so positiv, was ich über den Sozialstaat gesagt habe. Also ich beschäftige mich relativ viel mit den Ländern des Südens. Und da gibt es eine Debatte, die ist inzwischen bei der Internationalen Arbeitsorganisation angekommen. Die UN-Organisation kümmert sich darum. Es läuft unter Social Protection Floor. Da geht es nicht um globalen Sozialstaat, sondern da geht es darum, dass jeder Mensch eigentlich so etwas wie ein Social Floor, also eine Grundsicherung eigentlich braucht. Zugang zu Kranken, zu Gesundheitsdienstleistungen, minimale Einkommen, um irgendwie Lebensmittel kaufen zu können, minimale Zugang zu Grundschule und nicht etwa weiterführenden Schulen. Und das quasi eingesehen wird, dass darunter nichts zu machen ist. Das heißt, also wenn ich nicht eine soziale Sicherung für alle einziehe, dann habe ich genau dieses mörderische, also gegeneinander auskonkurrieren. Das heißt also, ich muss nicht den fordistischen, dieses fordistische Märchen muss ich nicht wiederbeleben, das kein Märchen war, um zu sagen, ohne einen Sozialstaat, der allen Menschen einen Zugang zu den wesentlichen Gütern garantiert, die soziale und ökonomische Sicherheit ermöglichen, ist es nicht wert, dass man überhaupt Politik macht. Also um es sicher zu sein, also wozu brauche ich dann überhaupt noch Politik, wenn ich nicht soziale und ökonomische Sicherheit in einem Minimum für alle sichern will? Und wir sind inzwischen etwas mehr als nur das Minimum gewöhnt. Und deswegen würde ich das sagen, egal wie man es dreht oder wendet, ich sehe auch nicht mehr, ich muss nicht unbedingt also die Sozialpartnerschaft wieder zu beleben, um zu sagen, dass es trotzdem nötig ist, quasi eine Berufsbildungspolitik zu machen, die anders aussieht als das, was wir jetzt machen. Jetzt wird allen jungen Menschen versprochen, ihr müsst auf die Universität gehen, ja, und dann diese ganze Debatte um das Bachelorstudium, was ist das? Für Deutschland kann ich das sagen. Es ist schlicht, die Arbeitgeber aus der Finanzierung für Berufsausbildung rauszunehmen. Weil jetzt kriegt jeder junge Mensch versprochen, du kriegst vom Staat in Deutschland unentgeltlich ein Bachelorstudium finanziert und einige wenige dürfen sich dann auf den Master bewerben. Aber am Ende des Bachelor, was hast du dann? Du hast keine berufsqualifizierende Ausbildung. Du kommst eventuell an ein Unternehmen, da gibt man dir dann eine unternehmensspezifische Ausbildung, die kannst du aber nicht mitnehmen ins nächste Unternehmen. Du bist nämlich nicht kaufmännischer Angestellter, sondern du bist, ich weiß nicht, ein Bachelor für irgendwas. Das muss man ja nicht entgelten, während die Unternehmen dabei fein raus sind. Sie kriegen jetzt irgendwie junge Menschen, die bereit sind, auf Biegen und Brechen sich allem anzupassen, was diese Unternehmen von ihnen wollen. Und wenn sie nicht mehr wollen, werden sie weitergereicht. Das heißt, ich würde schon sagen, also da gab es etwas, das war wesentlich, nämlich dass Sozialparteien sich zum Beispiel gemeinsam über so etwas wie das, wie soll eigentlich ein Berufsbildungssystem aussehen, wie wir es eigentlich zukünftig brauchen. Und das muss jetzt nicht unbedingt so ablaufen, wie das früher abgelaufen ist. Da kann ich mir schon andere Formen der Beteiligung und der Gestaltung vorstellen. Aber ohne einen Sozialstaat ist kein Staat zu machen. Und ohne Staat ja, brauche ich auch keine Politik oder umgekehrt. Ihr Hinweis, dass ich doch irgendwie am Ende irgendwie nur noch irgendwie so reformistisches Zeugs gesagt habe. Ja, das ist schon richtig. Ich würde auch lieber heute als morgen den Kapitalismus abschaffen, aber das geht nun mal nicht so. Sondern ich muss dafür relativ viele Menschen überzeugen. Ich muss erst mal klar machen, dass es so, wie es ist, nicht weitergeht. Und dass irgendwie überhaupt der Gedanke, es lässt sich ganz leicht sagen, wir haben den Kapitalismus abzuschaffen. Aber wenn ich mal sehe, wie schwierig es zum Beispiel in Deutschland ist, so etwas wie diese Energiewende, ne? Was ja nichts anderes heißt, also jetzt hat mal unser Wirtschaftsminister, hatte mal kurzzeitig, für ein paar Monate, hatte er mal mit dem Gedanken gespielt, dass die schlimmsten
Dreck schleudern, also die Kohlekraftwerke mit den schlimmsten Emissionen, die dreimal schon abgeschrieben sind, dass die einen höheren Emissionspreis zu zahlen haben im Vergleich zu den jüngeren. Was gab es? Eine einheitliche Phalanx zwischen Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretern und diversen Politikern, natürlich sowieso, also mit den vier großen Energieunternehmen, und unser Herr Gabriel ist eingeknickt, nichts mehr. Das ist ein lächerliches, wenn ich überlege, worum es eigentlich geht, wenn es darum geht, zum Beispiel den Ausstieg aus fossilen Energien zu machen, dann müsste ich noch ganz andere Schritte machen, die wirklich dann ans Eingemachte gehen. Aber wenn ich nicht mal das hinkriege, ne, weil dann sofort ein Aufschrei ist und die meisten Menschen sich in Deutschland sowieso nicht darum kümmern, ne, also was das bedeutet, wenn ich nur nicht mal so einen kleinen Schritt, so wirklich mit einem kleinen C irgendwie was an Land berühre, wo ich nicht hin soll, dann ist es natürlich ganz schwer, sich vorzustellen, ja, wie das andere überhaupt gehen soll. Was hatte ich hier noch? Was Sie gesagt haben, da habe ich eigentlich... Das sehe ich alles genauso. Ich meine, ich hatte dann noch drei andere Folien, da wäre ich auch auf genau diese Dinge gekommen. Aber das ist genau das, was es wirklich ganz, ganz schwierig macht. Ne? Also eine Fiskalunion auszubuchstabieren, ne? Da kriegen Sie inzwischen also den Aufstand von fast jedem. Ich war vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß nicht, vor 2 Jahren war ich mal auf der Akademie der linken Parteien im Europaparlament. Die machten in Griechenland eine Sommerschule. Und da habe ich über die Fiskalunion geredet. Und Sie können sich nicht vorstellen, von wem ich am meisten angegiftet wurde. Von den Vertretern Deutschlands und Dänemarks. Also von den, das waren nur Funktionsträger linker Parteien da, ne? Alles junge Leute. Aber die Idee, man könnte eine Fiskalunion mit den faulen Griechen machen, das saß selbst bei denen irgendwie, also wirklich so tief drin, dass sie da wirklich also mit dem Kopf gegen Wände laufen. Also die Idee, also wir können im Nationalstaat wunderbare Fiskalpolitik machen und Länderfinanzausgleich. Wir sehen in Deutschland, das funktioniert mit dem Länderfinanzausgleich schon nicht mehr in Deutschland. Ich meine, da gibt es permanent und zwar sehr erfolgreich inzwischen die Ausweichmanöver der reichen Bundesländer. Es ist nicht so, dass der Finanzausgleich in Deutschland irgendwie eine leichte Angelegenheit ist und so gut funktioniert wie in der Vergangenheit. Und trotzdem muss man natürlich daran festhalten. Und da kann man sagen, also viel schwieriger, als wir es gegenwärtig in Deutschland irgendwie haben, kann es auch nicht werden, ne, wenn man das mal versucht, irgendwie auf Europa hochzurechnen. In diesem Sinne bin ich voll bei Ihnen mit allem, was Sie da genannt haben, außer dass es, das hat wiederum was mit der Mediendominanz zu tun, heute noch schwieriger geworden ist als vor 2, 3 Jahren, also über Eurobonds zu reden, also quasi darum, dass das, was die amerikanische Zentralbank macht, nämlich irgendwie ihren Staat zu finanzieren, warum soll die EZB das nicht? Und dann hört es auf mit diesem Spekulieren gegen irgendwelche Ausfall, also Kreditausfallgeschichten in Griechenland. Ja, wenn die nächsten 20 Jahre keinen Kreditausfall haben können, weil die EZB da in irgendeiner Weise ein Agreement macht, das allen Beteiligten vielleicht irgendwie ein Überleben ermöglicht, dann wird das mit der Spekulation auch nicht so weitergehen. Aber das ist heute fast noch schwieriger irgendwie, also oft, also ins Programm zu bringen, als es vor 3 Jahren war. Also deswegen bin ich da auch ein bisschen verzweifelt in gewisser Hinsicht, weil eigentlich hat sich an diesen richtigen Politikzielen nichts geändert. Wir wissen auch, was die Gewerkschaften eigentlich zu tun hätten. Ne, ich kann mich erinnern, ich habe mal 1993 zusammen mit Elmar Altvater, mit dem ich relativ viele Bücher geschrieben habe, ein Buch geschrieben, weiß heute keiner mehr. Es hieß Tarifpolitik nach Mauer und Maastricht, also nach und das Schreiben dieser Europäischen Währungsunion, gegen die wir waren, weil wir genau das, was jetzt passierte, vorausgesehen haben. Aber der Punkt ist, es ist was anderes, dagegen zu sein, eine Währungsunion zu machen. Es ist was ganz anderes, aus einer Währungsunion auszuscheren. Na, jetzt kann ich nur sagen, sie muss erhalten werden. Damals war ich absolut dagegen und dann wurde ich als Nationalist beschimpft. Genau mit dem Argument, solange die Gewerkschaften zu schwach sind, um eine gemeinsame europäische Lohnpolitik zu machen,
und das waren sie damals und das sind sie heute, solange haben wir ein Problem. Weil nur wenn man eine abgestimmte Lohnpolitik in Europa macht und eben nicht die Spanier dazu bringt, jetzt auf Biegen und Brechen, also mit Lohndumping die Franzosen auszustechen, mit den Deutschen werden sie ihre Schwierigkeiten haben. Aber die Deutschen werden es auch schon noch merken, die Österreicher auch noch. Wenn wir alle anderen dazu bringen, quasi Lohndumping zu machen, dann wird es auch entsprechende Verlagerung aus Deutschland, aus Österreich geben. Aber das ist, ich glaube, die Einsicht ist gewachsen bei den Gewerkschaften in Europa, dass es nötig ist. Aber die Fähigkeit, da eine koordinierte Lohnpolitik zu machen oder auch so etwas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, die quasi eine Minimalsicherung für Arbeitslose ist und wo man nicht sagen kann, also jetzt dieses Gediele da zwischen Deutschland und Griechenland faktisch, also die Mindestlöhne in Griechenland sind die waren mal bei 700 Euro, das ist so hoch, jetzt sind sie bei 553 oder so, wehe, ihr erhöht den Mindestlohn, dann kriegt ihr kein Geld mehr. Ne? Und ich meine, wenn man so etwas zulässt, dass quasi tarifpolitische Dinge quasi in die Verhandlungsmasse von Geldgebern geraten, dann hat man eigentlich schon verloren. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, die Kommunikation ist besser geworden, aber die Ergebnisse, was jetzt Gewerkschaftspolitik in Europa anbelangt, nicht unbedingt. Ne? Also weil, ja. Ich hoffe, dass ich nichts ausgelassen habe. Das heißt also, diese ganzen schicken Hightech-Produkte sind dann einfach nicht mehr absetzbar in Europa, ne? Weil logischerweise die anderen irgendwie anders versuchen müssen, irgendwie ihre Mobilität oder was auch immer zu organisieren. Und in dem Sinne setze ich ein bisschen darauf, dass ich diese Vernunft, aber nicht die Vernunft derjenigen, die heute Politik machen, also nicht die Martin Schulz und so weiter, sondern ich denke mehr, dass es ihre Generation ist, die diesen Wechsel zustande kriegen muss, dass die bislang die politischen Entscheidungen getroffen haben, die auch nicht mehr treffen sollten, dass diejenigen, die heute 20, 30 sind, dass sie einfach Politik machen wollen und nicht sagen, oh, geht sowieso nicht und ist alles so verfestigt. Ich meine, diese Generation, der ich angehöre, die tritt jetzt ab. Das müssen sie einfach sehen und das muss man irgendwie auch als eine Chance irgendwie begreifen.